Der Geheimdienst unterstand nie meiner direkten Verantwortung, aber ich bin mir der vielen Taten von Ziffer 9 bewusst. Worum geht es hier? Ihr seid das letzte und wichtigste Stück in meinem Plan, die Republik bis ins Mark zu erschüttern. Ich würde euch gerne mehr erzählen, aber das tue ich lieber bei einem persönlichen Treffen. Ich verspreche euch, dass wir das Angesicht der Galaxis ändern werden. Angefangen mit Typhon. Wenn ich einen Ton halten könnte, würde ich ein Lied über diesen großartigen Tag singen. Wir stehen davor, etwas zu erreichen, das die Galaxis in Staunen versetzen wird. Aber vielleicht schweife ich ab. Immerhin haben wir uns noch gar nicht richtig vorgestellt. Darth Arcus. Ja. Es ist mir ein Vergnügen. In meiner Position als Militäroffensivminister habe ich schon länger die Früchte eurer Arbeit genossen. Und dies ist meine geschätzte Beraterin Lana Benico. Geheimnisse. Sie sind Fenster, Türen und Mauern, alles zugleich. Ihr führt ein kompliziertes Leben. Ich bin bereit, mehr über mich zu verraten, wenn ihr es auch seid. Ihr könntet mich davon überzeugen. Wir sprechen ein anderes Mal darüber. Ihr wurdet hierher gerufen, um etwas zu tun, das als unmöglich galt. Ein Angriff auf den Jedi-Tempel auf Typhon. Seit der imperiale Geheimdienst zerschlagen wurde, sind erfolgversprechende Hinweise rar geworden. Eine Quelle, der ich traue, hat mir jedoch von einer Lücke in der Planetenverteidigung auf Typhon berichtet. Wenn wir schnell und entschlossen handeln, könnten wir die Moral der Republik zerschlagen. Sie vernichten. Und wenn wir den Tempel erobert haben, was dann? Während ihr euch auf den Angriff konzentriert, kümmert sich Lord Go um die Sicherung des Tempels. Solange wir die Kontrolle haben, erkunden wir die Artefakte und Geschichten, die im Inneren zu finden sind. Stellt euch nur vor, was wir alles über die Jedi und die Macht erfahren können. Die Macht ist nicht ganz mein Ding. Natürlich. Ich hoffe, ihr zieht in Betracht, wie wertvoll diese Informationen für das gesamte Sith-Imperium wären. Eure Fähre wartet. Wenn ihr Typhon erreicht, wird unsere erste Angriffswelle eine Stellung auf der Oberfläche gesichert haben. Ich bleibe während der ganzen Operation mit euch in Kontakt. Wenn ihr Erfolg habt, haben wir zusammen das demütigende Ende der Republik eingeleitet. Ruhm dem Imperium! Als ob es nicht schon genug wäre, eure Anwesenheit spüren zu müssen. Ihr müsst dabei wohl auch so laut wie möglich sein. Das hier ist der Jedi-Tempel. Ihr seid nicht willkommen. Verlasst sofort diesen heiligen Ort. Ich werde euch kein zweites Mal warnen. Das ist das Problem mit euch, Jedi. Bei mir gibt es auch keine erste Warnung. Könnt ihr glauben, dass unsere Techniker die Sicherheitskanäle bereits umgeleitet haben? Das Imperium hat talentierte Hacker. Wobei sie natürlich nicht an euer Können heranreichen. Verzeiht die Störung. Ich dachte nur, ihr würdet gerne wissen, dass wir nun den Jedi-Tempel unter unserer Kontrolle haben. Wir haben ein paar Jedi-Padawane in unserer Gewalt. Es müssen Neuzugänge sein. Sie wussten überhaupt nicht, wie man kämpft. Was soll ich mit ihnen machen?
schicken wir eine klare Botschaft. Füllt den Tempelhof mit ihren Leichen. Sofort. Ihr habt es noch nicht gefunden, weil die verdammten Jedi nicht wollen, dass es gefunden wird, Lord Go. Sucht weiter. Der Tempel und seine Geheimnisse gehören jetzt uns. Darth Arkus ist überaus zufrieden. Als ihr mich geschickt habt, hättet ihr wissen müssen, dass die Operation ein Erfolg wird. Ich hatte so eine Ahnung. Im Namen von Darth Arkus danke ich euch. Dies ist ein großer Tag für das Imperium. Seid stolz auf euch. Der Jedi-Tempel ist jetzt in imperialen Händen. In der Tat. Und nicht zuletzt dank eurer Hilfe. Das Team von Lord Go erkundet gerade eine verborgene Kammer, in der sich die wertvollsten Geheimnisse der Jedi befinden sollen. Und was noch besser ist, die Republik taumelt und ist geradezu betäubt durch den demütigenden Schlag, den ihr ihr versetzt habt. Mein Sith Lord. Sergeant Tarsten, seht ihr nicht, dass ich in Gesellschaft bin? In wichtiger Gesellschaft. Natürlich, mein Lord. Aber ich habe einen Bericht von Korriban. Anscheinend hat die Republik... Mein Sith Lord, sie hat... Wenn ihr kein Freund von Blasterfeuer seid, solltet ihr jetzt besser in ganzen Sätzen sprechen. Die Republik hat die Sith-Akademie angegriffen. Was? So schnell schlagen sie zurück? Wie ist der Status? Es ist geschehen. Sie haben die Akademie eingenommen und gesichert. Berichten zufolge hat Darth Soverus bei der Verteidigung sein Leben verloren. Ich verstehe. Lasst uns allein. Darth Soverus war ein wertvolles Mitglied des Rats der Sith. Wir sollten alle danach streben, bis zum Ende so loyal zu sein. Wir haben jetzt keine Zeit für Sentimentalitäten. Es liegt viel Arbeit vor uns. Ja, ja, so ist es wohl. In diesem Moment beschmutzen Jedi die Hallen der Sith-Akademie. Die Kammern des Rats der Sith. Das ist unerhört. Ich werde mich mit unseren Streitkräften auf Korriban absprechen und dafür sorgen, dass ihr einen sicheren Landeplatz habt, der möglichst nah bei der Akademie ist. Wie schon auf Tython werde ich während der gesamten Operation mit euch in direkter Verbindung stehen. Eins noch. Wer auch immer den republikanischen Einsatz auf Korriban leitet, es muss ein Exempel an ihm statuiert werden. Die Kommandoleitung darf nicht gefangen genommen werden. Möge die Macht an diesem Tag mit euch sein. Ja, möge die Macht mit euch sein. Und mit dem großen Sith-Imperium. Was ist es dieses Mal, Sergeant? Diese Sith-Schüler hatten sich in einem medizinischen Lagerraum verschanzt. Sie sind verletzt, manche von ihnen schwer, aber sie können noch laufen. Eure Befehle? Es ist mir egal, ob ihr mit Vibro-Klingen, Blastern oder euren Fäusten kämpft. Ihr werdet euch das Recht verdienen, weiterzuleben. Ihr habt sie gehört. Es ist Zeit, euch zu beweisen. Zu den Waffen! Genau die Art von Führungsstärke, die wir brauchen. Es ist eine Ehre, mit euch zu arbeiten. Sie haben den Vordereingang durchbrochen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit. Seid wachsam! Habt ihr die Verantwortung hier? Bevor ihr antwortet, solltet ihr besser wissen, dass ich denjenigen töten soll. Also passiert es. Ich hätte nicht gedacht, dass meine Aufgabe so früh erfüllt ist. Wovon redet ihr? Welche Aufgabe? Wir glauben an eine Sache, die es wert ist, beschützt zu werden. Die es wert ist, dafür zu sterben. Finden wir heraus, ob das auch für euch gilt. Die Macht verleiht uns Stärke! Es hat begonnen. Es hat begonnen und ihr könnt es nicht aufhalten. Und ihr könnt das hier nicht aufhalten.
Und damit ist die Sith-Akademie gesichert. Ich denke, gute Arbeit zu sagen, wäre eine große Untertreibung. Dieser Jedi-Kommandant, er hat ein paar seltsame Dinge gesagt. Ich bin mir sicher, dass Darth Arcus davon hören möchte. Er brennt darauf, euch persönlich zu gratulieren. Ihr habt euch wirklich für das Imperium eingesetzt. Wir haben euch für so vieles zu danken und ebenso viel zu besprechen. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Die Republik wurde aus der Sith-Akademie getrieben und ihr Kommandant Jensen ist tot. Ihr habt dem Imperium mit Stärke und Leidenschaft gedient. Das kann ich nur loben. Was haltet ihr davon, wenn wir diesen Moment angemessen feiern? Ein verlockendes Angebot. Aber ich fürchte, die Arbeit eines Offensivministers ist wohl nie vorbei. Hört zu. Ich hoffe, euch ist bewusst, dass man sich an eure Taten auf Korriban und Typhon sehr lange erinnern wird. Alle werden auf diese Zeiten als Geburtsstunde einer neuen Ordnung in der Galaxis zurückblicken. Man wird sich an jene erinnern, die an ihrem Aufbau mitgewirkt haben. Habt ihr Lord Goos Schweigegelübde abgelegt oder was? Ich denke über die Ereignisse des Tages nach. Wie Darth Arcus bereits sagte, waren eure Leistungen bisher wirklich beeindruckend. Lana und ich stehen nach all euren beispiellosen Taten im Namen des Imperiums tief in eurer Schuld. Wir danken euch. Ja, danke. Ich hoffe wirklich, dass wir uns einmal wiedersehen. Vielleicht ja schon bald. Ruhm dem Imperium! Ihr seid gekommen, gut. Ich weiß, dass ich nach eurem Erfolg auf Typhon etwas schweigsam war. Versteht diese Zurückhaltung aber bitte nicht als Teilnahmslosigkeit. Denn in Wahrheit habe ich jede Menge zu sagen. Und jetzt, wo wir alleine sind, können wir offen sprechen. Darth Arcus würde es sicher nicht gefallen, wenn er erfahren würde, dass ihr ihn so hintergeht. Nein, das würde ihm nicht gefallen. Vor allem in Anbetracht dessen, was ich zu sagen habe. Darth Arcus war in Bezug auf seine Gründe für den Angriff auf den Jedi-Tempel nicht besonders offen. Nicht einmal mir gegenüber. Er war auf der Suche nach einem besonderen Gegenstand, einem Artefakt. Was für ein Artefakt? Ein Holocron? Ein Gerät, eine alte Waffe? Je mehr ich erfahre, desto besser kann ich die Motive von Arcus verstehen. Wenn ich das nur wüsste. Was immer es ist, Darth Arcus war geradezu rasend, bis Lord Goh es endlich gefunden hatte. Und da ist noch mehr. Ich glaube jetzt, dass der Angriff der Republik auf Korriban keine Rache für Typhon war. Er sollte ganz bewusst mit unserem eigenen Angriff zusammenfallen. Es hat damals keinen großen Sinn für mich ergeben, einen Angriff auf Korriban zu befehlen, während das Imperium noch den Jedi-Tempel hält. Und es ergibt immer noch keinen Sinn. Nein, nicht aus unserer aktuellen Perspektive. Aber in einem größeren Kontext könnten die aktuellen Ereignisse durchaus erklärbar sein. Es ist etwas in der Macht, das ich noch nie gespürt habe. Es ist nirgendwo und überall zugleich. Es windet sich, es wächst. Das hört sich bedrohlich an. Ich glaube, ich spüre es, weil ich auf irgendeine Weise damit verbunden bin. Vielleicht durch Darth Arcus. Ich glaube, das Imperium ist in schrecklicher Gefahr. Jemandem wie euch, Commander, würden nur wenige vertrauen. Aber ihr seid praktisch die einzige Person, der ich im Moment noch traue. Helft mir, dieses Geheimnis zu enthüllen. Es gibt niemanden, mit dem ich lieber etwas enthüllen würde. Tatsächlich? Nun, ich fürchte, es gibt im Moment nichts, was wir tun könnten. Ich werde meine Augen und Ohren offen halten. Tut ihr dasselbe. Ich muss jetzt an Arcus Seite sein. Aber wir bleiben in Verbindung.
Das verspreche ich euch. Willkommen. Es ist schön, euch wiederzusehen. Wie ich schon in unserer letzten Unterhaltung angedeutet hatte, steht Darth Arkis im Mittelpunkt einer großen Verschwörung. Arkis hat den Überfall auf den Jedi-Tempel befohlen, um an Rakata-Technologie zu gelangen, mit der er dem Imperium Schaden zufügen kann. Er schmiedet Pläne gegen uns. Eine geheime Verschwörung? Auf diesem Gebiet kenne ich mich ein wenig aus. Ja, Commander. Es ist gut, euch an meiner Seite zu haben. Ich muss zugeben, dass ich mit der Sache etwas überfordert bin. Ich bin Arkis zu einem gesicherten Unterwasserlabor hier auf Mana An gefolgt, wo er mit einem Selkaf-Genetiker an etwas arbeitet. Ich versuche, mehr herauszufinden. Außerdem habe ich entdeckt, dass Colonel Darok sich Zugang zum selben Labor verschafft hat. Er steckte hinter dem republikanischen Angriff auf Korriban. Ihr habt eine Theorie dazu, oder? Ich habe einen Verdacht. Aber solange wir nicht wissen, was in diesem Genetiklabor vor sich geht, will ich keine voreiligen Schlüsse ziehen. Wie ich schon sagte, die Anlage ist gut geschützt. Ihr müsst an schwer bewaffneten Selkaf vorbeigelangen und ihr Sicherheitsnetz ausschalten. Kommt ihr nicht mit? Ich wollte Darth Arkis persönlich stellen, aber ich spüre eine Anwesenheit hier. Ein möglicher Verbündeter. Ich bleibe mit euch in Verbindung und lasse euch wissen, wie meine Suche läuft. Möge die Macht euch dienen. Wir sind gerettet! Jakaru, bitte entschuldigen Sie diesen Ausbruch. Bitte lassen Sie uns nicht hier verrotten. Ich flehe Sie an. Ich schätze, ihr beide habt keine Wahl, als zusammenzuhalten, was? Ich bin C2D4. Ehemaliger Übersetzer Ihrer Eminenz, Königin Lina von Onderon. Und dies ist mein aktueller Herr Jakaru, der berühmte Experte für illegale Transporte. Also ein Schmuggler. Jakaru wurde von einem Selkath-Genetiker namens Gorima einen Auftrag angeboten, der ganz harmlos wirkte. Wir haben eine große Lieferung völlig legaler medizinischer Vorräte hier in diese Einrichtung gebracht. Stellen Sie sich nur vor, wie konsterniert wir waren, als Gorima uns hier einsperren ließ und wir von zwei wirklich schrecklichen Kreaturen verhört wurden. Ich habe dich gerettet und das heißt, du hast eine Lebensschuld bei mir, Wookie. Von jetzt an tust du das, was ich dir sage. Finden Sie nicht, dass wir in dieser Sache zum Wohl aller einen Kompromiss finden könnten? Schließlich stehen wir ja schon irgendwie in der Schuld. Sie dachten, ich würde Ihre Verschwörung nicht entdecken. Ich werde Ihnen zeigen, wie sehr Sie sich geirrt haben. Ich denke, Eile ist geboten. Wir stoßen dann bei der nächsten Gelegenheit wieder zu Ihnen. Ihr müsst Gorima sein. Wir müssen reden. Es hoge so an dem Kerstwisa. Auf die harte Tour. Nem wohl King Avila Gito Turko. Latate Hatamogot A. Ärgernis ist gar kein Ausdruck. Ich bin der Schrecken, der eure schlimmsten Träume heimsucht. Estavolab meg minig uge. Ose desazos homaleban. Hosu idon keras tulals elva lasto asbult ahatasa.
Amunkaja Kostung, Wota Hoje Mar Imlik, Ete Valahol. Eves tol ere ni as Igrit. Len Parnata Feder Zitten. Er darf nicht nochmal die Chance kriegen, uns zu verraten. Schießen Sie schon! Niemand hält dich auf, Jacaro. Er gehört dir. Was für eine Überraschung. Das ist die mögliche Komplikation, die ihr gespürt habt? Nein, das ist nicht meine Beraterin, sondern eher eine Partnerin. Beniko muss überzeugende Argumente dafür genannt haben, dass ich nichts Gutes im Schilde führe. Hat sie gelogen? Dann erklärt euch und sagt mir, wie ihr das Imperium nicht mit diesem Darok verratet. Oh, ich diene im Moment ganz sicher nicht den beschränkten Interessen des Imperiums. Aber was ich tue, tue ich nicht, um Schaden anzurichten, sondern für die Zukunft dieser Galaxis. Ich möchte nicht unhöflich erscheinen, aber da wir alles haben, was wir brauchen... Durch. Die Rettungskapsel ist fast da. Es dauert nur noch einen Moment. Ihr gehört zur Republik, oder? Das stimmt. Aber ich rette auch euer Leben. Habt ihr ein Problem damit? In der Tat, das habe ich. Das dachte ich mir schon. Darüber sprechen wir dann wohl, wenn ihr an der Oberfläche seid. Beeilen Sie sich. Ich bin nicht für derartige Tiefen konstruiert. Gut, alles bereit. Klettert hinein und genießt die Fahrt. Willkommen zurück. Ihr habt wieder einmal Fähigkeiten und eine Zielstrebigkeit gezeigt, über die nur wenige verfügen. Ich habe schon Schlimmeres gesehen. Ich glaube, ich sollte euch einander vorstellen. Ich weiß schon, mit wem ich rede. Ich bin Teron Shan vom republikanischen SID und ich bin euer neuer Verbündeter. Ihr könntet euch jederzeit dem Imperium anschließen. Man würde euch mit offenen Armen empfangen. Ich fühle mich seltsam geschmeichelt. Ich werde natürlich nicht mal darüber nachdenken, aber ich fühle mich dennoch geschmeichelt. So wie wir von Darth Arkes getäuscht wurden, wurde auch Teron getäuscht, von Colonel Darok. Und wenn man betrachtet, was ihr in diesem Labor gefunden habt und was Lana und ich in Erfahrung bringen konnten, müssen wir davon ausgehen, dass beide Verräter sind. Arkes und Darok gehören einer gefährlichen Bewegung an, einem zwielichtigen Kult, dem Revan-Orden. Wenn sie eine Bedrohung darstellen, müssen sie ausgemerzt werden. Ihr unterschätzt, welchen Einfluss Revans Leben und Lehren auf andere haben. Der Revan-Orden operierte meist in den Schatten des imperialen Raums.
Aber jetzt hat sich ihnen mindestens eine bedeutende republikanische Person angeschlossen. Das heißt, dass ich meinen Leuten nicht mehr trauen kann. Und Lana geht es ebenso. Anwesende natürlich ausgeschlossen. Und wenn die Revaniter wirklich eine Cyborg-Armee aufbauen... Das ist Jacaro. Und ich bin C2D4, ehemaliger Dolmetscher Ihrer Eminenz, Königin Lina von Onderon. Hey, Jacaro, wie würde es dir gefallen, mir dabei zu helfen, die beiden zu finden? Darüber sprechen wir noch. Lana, seid ihr dabei? Wir wissen noch nicht, wie groß der Einfluss der Revaniter schon ist. Ich muss im Imperium so viel wie möglich darüber in Erfahrung bringen. Ihr habt euch wie erwartet gut geschlagen. Wir sprechen uns bald wieder. Unsere Arbeit hier ist getan. Ich wollte gerade einen Suchtrupp losschicken. Entschuldigt. Ich wollte erst ein paar Dinge überprüfen, bevor ich euch aufsuche. Wie ich vermutet habe, existiert der Revan-Orden in seiner früheren Form nicht mehr. Irgendwie bedauerlich. Der Pragmatismus der Revaniter war den Sith ein Dorn im Auge. Aber sie hatten auch etwas Ansprechendes. Ich komme auch gut ohne mysteriöse Enklaven und geheime Orden aus. Vielen Dank. Sie sorgen jedenfalls dafür, dass ihr momentan genug zu tun habt. Wenn sie Erfolg haben, hättet ihr allerdings keine Arbeit mehr. Der neue Revan-Orden will das Imperium nicht länger von innen heraus ändern. Er hat das Ziel, uns völlig zu zerstören. Und die Republik ebenso. Das Wie oder Warum habe ich noch nicht herausgefunden. Aber vielleicht hatte Teron Shan mehr Erfolg. Er scheint seine Arbeit ziemlich gut zu machen. Ob gut oder nicht, er ist auf jeden Fall ein Hingucker. Ja, er hat was an sich. Wolltet ihr noch etwas anderes besprechen? Als wir nach der Rückeroberung Korribans miteinander sprachen, dachte ich, da wäre etwas zwischen uns. Eine Verbindung. Habe ich mir das nur eingebildet? Nach dem, was ihr gerade über Teron Shan gesagt habt, dachte ich, ihr hättet das hinter euch gelassen. Aber nein, ihr habt euch das nicht eingebildet. Ihr habt auch zugegeben, dass ihr ihn anziehend findet. Ich dachte, ihr wolltet mich aufziehen, also habe ich mitgespielt. Das nehmt ihr mir hoffentlich nicht übel. Ich muss jetzt gehen. Es gibt noch viel über die Pläne der Revaniter herauszufinden und über ihre unendliche Armee. Ich werde an euch denken. Es ist wie immer schön, euch wiederzusehen, aber ich fürchte, weitere Freundlichkeiten müssen erst einmal warten. Ich hatte ja schon einmal von einer seltsamen Erschütterung der Macht gesprochen. Eine Art sich windende Masse ist mit Darth Arkes verknüpft. Ich dachte, ich könnte meine Verbindung zu Arkes nutzen, um andere zu finden, die mit der Erschütterung in Zusammenhang stehen. Revaniter, die heimlich gegen uns arbeiten. Und ich habe ein paar gefunden. Gebt mir eine Liste dieser Revaniter. Jeder einzelne von ihnen wird einen einzigartigen und tragischen Unfall erleiden. Geduld. Wir wissen noch nicht, wie tief diese Verschwörung reicht, aber wir erfahren mehr und mehr. Teron Shan hat mir geholfen, verschlüsselte Nachrichten zwischen den Revanitern zu dekodieren. Aufgrund eurer Einmischung auf Mana'an treiben sie ihre Pläne jetzt noch schneller voran. Nun, sie wissen ja jetzt, mit wem sie es zu tun haben. Wer könnte es ihnen da verdenken? Darth Arkes ist intelligent, manipulativ und unglaublich mächtig. Wir dürfen ihn nicht unterschätzen. Es gibt noch eine Möglichkeit, Arkes aufzuhalten. Teron hat seine Aktivitäten nach Hakata Prime zurückverfolgt. Colonel Darok und er bauen dort ihre unendliche Armee auf. Und da ist noch mehr.
Die Implantate, die sie verwenden, bestehen aus Teilen der Sternenschmiede. Die Sternenschmiede? Sagt mir, was ihr darüber wisst. Die Sternenschmiede war eine von der Macht erfüllte, sich selbst erhaltende Schiffswerft der Rakata. Sie wurde vor Jahrhunderten zerstört, aber die Revaniter haben Teile des Wracks geborgen. Ihre Technologie macht die Soldaten fast unsterblich. Und sie übernimmt auch ihren Geist. Die Revaniter haben sie also vollständig unter Kontrolle. Wir müssen herausfinden, wie sie das geschafft haben. Es könnte nützlich für uns sein. In der Tat. Teron und Jakaro warten auf dem Planeten auf uns. Je früher wir nach Hakata Prime reisen, desto besser. Jakaro, D4. Jakaro, zeigen Sie doch wenigstens ein Mindestmaß an Respekt. Hey, wir können den Angriff auf den Tempel der Alten starten, sobald ihr bereit seid. Das ist die Operationsbasis der Verräter? Ja, die Rakata haben vor tausenden von Jahren die Sternenschmiede im Innern dieses Tempels erbaut. Nun produziert er für Arkes und Darok Fußsoldaten. Teron und ich werden euren Fortschritt von Jakaros Schiff aus verfolgen. Wir unterstützen euch so gut wir können und halten euch auf dem Laufenden. Wie bitte? Jakaro, dem habe ich nicht zugestimmt. Moment. Darum ging es also in dem Gespräch mit Agent Shan, bei dem sie mich ausgeschaltet haben. Seid gewarnt, der Weg zum Tempel ist hart. In dem Gebiet wimmelt es von Rakata-Stammeskriegern, die nur zu gerne gegen euch kämpfen. Das habe ich auf die harte Tour herausfinden müssen. Wunderbar. Wir werden alle sterben. Einfach wunderbar. Bleibt konzentriert und alles wird gut, da bin ich mir sicher. Wir hören bald voneinander. Geschafft. Wir sind drin. Teron? Okay. Laut den Plänen führt der einzige Weg zu den obersten Revanitern durch diese Rekrutierungszentrale. Die Cyborgs schlafen im Moment, aber sie lösen Alarm aus, sobald sie euch entdecken. Eine Überladung der Konsole wird sie von innen heraus rösten. Ich komme hier allerdings nicht an die Energiesicherheitssysteme ran. Die Ehre gebührt euch wohl. Ein solider Plan. Teron, warum funktioniert dieser Sensor nicht? Weil für Jakaro Systemwartung ein Fremdwort ist. Wahrscheinlich ein defektes Relais. Ich sehe mir das an. Nun, da er weg ist, darf ich vorschlagen, nicht auf Terons Vorschläge einzugehen? Eine Überladung würde auch die Daten zerstören. Das Imperium möchte vielleicht selbst auch eines Tages eine unendliche Armee haben. Allerdings müsstet ihr in diesem Fall gegen die Cyborgs kämpfen. Sie sind unnatürliche Anomalien. Ich stelle die Konsole auf Überladung ein. Ich verstehe. Ihr mögt meine Entscheidungen nicht. Pech. Bitteschön. Gut gemacht. Also für eine Imperiale jedenfalls. Im Raum sind keine Lebenszeichen zu orten. Alles erledigt. Wenn ihr meint, diese Sensoren waren übrigens in Ordnung. Keine Ahnung, was das Problem ist. Wahr. Die Sensoren scheinen wieder zu funktionieren. Warten Sie! Warten Sie! Jakaro will immer noch die Männer stellen, die ihn verraten und uns dem Tod überlassen haben. Genau wie ich. Na dann los! Wo liegt das Problem, Arkes? Ist die Fähre noch nicht bereit? Wir Revaniter haben viel durchgemacht, um diesen Punkt in unserer Kampagne zu erreichen. Euer Versuch, uns aufzuhalten, ist unverzeihlich. Ihr und Lana, ihr wart nie mehr als Spielfiguren für uns.
Wichtige Spielfiguren, aber auch nicht mehr. Spielfiguren? Bitte, ihr hättet nicht als Geheimdienstminister einmal eine Stunde überstanden. Beleidigungen? Kein Wunder. Zu etwas anderem seid ihr nicht fähig. Diese groteske Bestie liegt gar nicht so falsch. Ich werde nicht kooperieren. Aber ich fliehe nicht. Wir werden die Stellung halten und euren Störungsversuchen ein Ende setzen, Colonel. Wenn ihr nur sehen könntet, was wir vorhaben, was wir für die Galaxis erreichen wollen. Aber das könnt ihr nicht. Deshalb müsst ihr sterben. Arkes und Darok hätten sich nie gefangen nehmen lassen. Sie hätten niemals geredet. Ich habe Darth Arkes Tod gespürt. Das ist eine unglückliche Entwicklung. Ja, das haben sie. Was für eine Erleichterung. Verflucht. Die beiden waren die Anführer. Sie waren unsere beste Chance, an die Revaniter heranzukommen. Nein, sie waren nicht die Drahtzieher. Der Grund für die Erschütterung in der Macht. Ich spüre ihn noch. Er ist hier. Wir haben Besuch. Schiffe. Großkampfschiffe, um genau zu sein. Eine ganze Menge davon. Ich kann nicht sagen, ob sie zu uns gehören, aber eines nähert sich uns. So wichtig Arkes und Darok auch waren, ihr Tod wird uns nicht aufhalten und auch nicht bremsen. Diese Stimme. Ich habe sie schon früher gehört. Es ist Rivan. Fast hätte ich die unendliche Armee gehabt, die ich so dringend brauchte. Aber selbst ohne sie habe ich genug. Wenn ihr glaubt, ihr könntet euch mit dem Imperium anlegen, erwartet euch eine böse Überraschung. Mit bösen Überraschungen kenne ich mich bereits aus. Das wird mir nicht noch einmal passieren. Ich wurde wiedergeboren. Mein Geist ist nun klarer, meine Macht noch größer. Und nun, da mir der Orden untersteht, bin ich unaufhaltsam. Wollt ihr damit sagen, die Revaniter waren nicht schon immer unter eurer Kontrolle? Zuerst wollte ich nichts mit ihnen zu tun haben. Ich war kein Prophet. Aber nun sehe ich sie in einem anderen Licht. Ein Geheimbund von Anhängern, die nur darauf warten, mir bedingungslos zu folgen. Die bereit sind, mir dabei zu helfen, die Galaxis zu retten. Es war töricht von mir, sie je zu ignorieren. Ich habe die Revaniter endlich in meine Welt gelassen. Eine Welt, aus der ihr ausgemerzt werden müsst. Ihr werdet von Turbolasern anvisiert. Verschwindet dort! Ihr habt es geschafft. So wie Rivan den Ort in Schutt und Asche gelegt hat, war ich mir nicht sicher, dass ihr da in einem Stück herauskommt. Was meinen Sie? Ich bin alles andere als in einem Stück. Jedenfalls bin ich froh, dass ihr da raus seid. Im Moment ist jeder Verbündeter ein willkommener Verbündeter. Wie niedlich. Ich glaube, jemand im SID ist in mich verknallt. Wer, ich? Das ist einfach... Also wirklich, seid nicht albern. Wenn mich meine Sensoren nicht täuschen, scheinen sie auf einmal rot geworden zu sein, Agent Shan. Wir, Jakaro, ich und der Druide gehen jetzt, damit ihr Zeit für eure imperiale Nachbesprechung oder was auch immer habt.
Lana, wenn ihr fertig seid, können wir uns ja ein gemütliches Versteck für die nächste Zeit suchen. Wenn wir wenigstens die Rekrutierungsprotokolle der unendlichen Armee sichergestellt hätten, würde sich das mehr wie ein Sieg anfühlen. Nicht, dass wir im Moment irgendwem im Imperium trauen könnten. Die Revaniter haben uns bewiesen, dass sie überall sind. Jakaro wurde 12-mal zum Tode verurteilt. Teron wurde aus dem SID geworfen. Und das Imperium hat für den Mord an Darth Arkis ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt. Auf der Flucht vor dem Gesetz. Ihr werdet sicher eine große Hilfe sein. Nun seid ihr unfair. Es ist ja nicht so, als hätte ich mir das gewünscht. Wenn ich es ändern könnte, würde ich es sofort tun. Aber ich kann es nicht. Unsere Namen können erst reingewaschen werden, wenn wir die Revaniter bloßstellen. Und wir können sie nicht bloßstellen, solange wir nicht wissen, wen wir bloßstellen sollen. Die nächsten Schritte sind klar. Teron, Jakaro und ich verschwinden im Untergrund. Wir finden einen Weg, Revans Plan zu enthüllen und ihn aufzuhalten. Drei Flüchtlinge, die sich vor einer riesigen Verschwörung verstecken, in die zwei galaktische Supermächte verstrickt sind? Habt ihr euren Verstand verloren? Ganz und gar nicht. Aber ihr spielt natürlich eure eigene, ganz besondere Rolle. So oder so, ihr gehört zum imperialen Geheimdienst. Das Imperium braucht euch. Bleibt ihr selbst, aber bleibt wachsam. Und erzählt niemandem von uns oder dem, was ihr wisst. Und versucht auf keinen Fall, mich zu kontaktieren. Ich wünschte, ihr müsstet nicht gehen. Für mich wird es auch nicht einfach sein. Ihr sollt nur wissen, dass ich an euch denken werde. Unser aller Schicksal liegt in euren Händen. Vergesst das nicht. Hey, Agent. Stellt ihr gerade Nachforschungen an? Es ist nichts, was nicht warten könnte. Gut. Ich habe die Überprüfung abgeschlossen, die ihr befohlen hattet. Und ich habe etwas gefunden. Womit haben wir es hier zu tun? Der Peilsender sendet ein Breitbandsignal. Keine direkte Übertragung, also können wir nicht herausfinden, wer genau uns nachspürt. Signalempfänger entlang unserer Route registrieren das Peilsendersignal. Wenn ich den Ursprung von demjenigen trianguliere, der die Daten dieser Empfänger sammelt. Euer Verstand versetzt uns wie immer in Erstaunen. Allerdings haben wir noch nie von diesem Planeten gehört. Rishi? Kenne ich. Dort gibt es einen Haufen Piraten. Ich war allerdings noch nie dort. Dann ist heute euer Glückstag, Kallio. Wir fliegen nach Rishi. Thank you.
Wow! Die Gerüchte sind also wahr. Ihr seid hier. Ihr seid wirklich hier. Ihr kennt mich? Aber sicher, ihr wurdet mir ausführlich beschrieben. Sehr ausführlich. Ihr seid die Anführerin der heulenden Furien. Die verwegensten und skrupellosesten Piraten des Gordianstrangs. Wo auch immer das liegt. Das stimmt. Was geht euch das an? Genau wie ein Pirat. Ihr seid so empfindlich. Ich liebe es. Ihr passt gut hier rein. In der gesamten Räuberbucht sprechen alle nur noch über euch und eure verrückten Abenteuer. Erzählt mir von euren härtesten Widersachern. Euer Basic klingt sehr natürlich. Meinem Volk fällt das Erlernen von Sprachen leicht. Manche von uns geben sich sehr förmlich. Ich bin eher der Typ für Cantina-Gespräche. Apropos Cantina, ihr solltet euch vor Goro hüten. Er will unbedingt gegen euch kämpfen. Verratet mir, wo ich ihn finden kann. Ich werde seinen Wunsch gerne erfüllen. Goro ist im Blasterweg, eine Bar in der Nähe. Spült wahrscheinlich etwas Tonitran-Trockenfleisch mit einem mantellianischen Fungolager runter. Ich habe dort Hausverbot. Eine lange Geschichte. Also hoffe ich, dass jemand euren großen Kampf aufzeichnet. Ich möchte nicht einen verdammten Schuss verpassen. Wie ich höre, sucht ihr nach mir. Oder zumindest nach jemandem, auf den meine Beschreibung passt. Kraftu undile, Jigo hola lukuta. Das habt ihr wohl gerade schon selbst erledigt, Goro. Wartet, ihr wollt hier nicht schon wieder Chaos verursachen, oder? Ich hab nicht mal die Einschusslöcher vom letzten Mal geflickt. Inigu daiji liska chananga wa. Kusa malachikuta, ikosa mose alatuta. Nein, das wird keine Herausforderung. Jedenfalls nicht für mich. Chonki faguta, jiobora, jioto kakise. Makipuna malituta, od mishka. Vielleicht seid ihr auf Rodia ja eine große Nummer, Kumpel. Aber im Vergleich zu mir. Ein paar Einschusslöcher sind eine Sache. Die verleihen dem Ort Charakter. Aber das hier. Hört mir zu. Ich bin im offiziellen Auftrag des Imperiums hier. Jede Art von Störung gilt als Aufwiegelung und wird mit dem Tod bestraft. Nachdem das geklärt wäre, wer ist so freundlich und sagt mir, wer all diese Lügengeschichten über mich verbreitet? Die ganze Stadt redet über euch. Keine Ahnung, wie das alles angefangen hat. Aber ich weiß, wer Goro auf die Idee gebracht hat, euch zu suchen. Tu das nicht, Karina. Ihr kennt Margoks Meinung über das Verpfeifen von Ansässigen. Solange Margok nicht für die unbezahlten Rechnungen aufkommt, die Nova Blade hier angesammelt hat, kann mir seine Meinung gestohlen bleiben. Der Kerl, den ihr sucht, heißt Kai Sücken. Er ist der Anführer der Schurken der Korellianischen Schnellstraße. Ein echter Prachtkerl. Goro sagte, dass euch Sücken einen Haufen Credits schuldet. Also hat er Goro angeheuert, um euch für einen Bruchteil der Summe zu eliminieren. Wo kann ich ihn finden? Keine Ahnung. Ist ja nicht so, als wäre der Typ ein Freund von mir. Fragt jemanden von Sückens Crew. Die schwirren überall in der Räuberbucht rum, wie Schmeißfliegen. Danke für den Tipp. Was macht ihr denn später? Das Chaos hier beseitigen, Getränke servieren, ein paar Minuten schlafen und dann wieder servieren. Aber nett, dass ihr fragt. Wir sehen uns, Goro. Hoffentlich glaubt euer Bruder nicht, dass das meine Schuld war. Seht euch das an, Leute! Ein Besuch von... Der Bote vom Krieger. Ich habe eine dramatische Pause eingelegt, Tomota. Ich kenne die heulenden Furien.
Kai Sücken. Ich bin sicher, dass ihr meinen Namen schon gehört habt. Wahrscheinlich von einer meiner Eroberungen. Begleitet von einem sehnsüchtigen Seufzer. Also, es läuft so. Die Schurken der korellianischen Schnellstraße haben vielleicht Schulden bei euch. Aber ihr kriegt nichts aus meiner Tasche. Wendet euch an die Buchhaltung. Nicht mal für mich? Also, wenn ihr es so ausdrückt. Ah, ich habe ehrlich gesagt nicht viel für Piratenabschaum übrig. Ich mische mich lieber unter das wohlhabende Volk. Nun gut, hört mir zu. Wir können nicht zahlen. Die Freiheit, in der Räuberbucht operieren zu können, ist nicht gerade kostenlos. Nachdem Nova Blade ihren Anteil bekommen hat, bleibt für uns nichts mehr übrig. Na, bevor ihr jetzt überstürzt handelt, solltet ihr aber wissen, dass ich etwas Wertvolles für euch habe. Etwas, das ihr sicher haben wollt. Ihr habt versucht, mich töten zu lassen. Warum sollte ich mich nicht revanchieren? Ja, schon verstanden, wir sind keine Freunde. Aber das hier ändert die Sache vielleicht. Ich zeichne alle meine Holo-Gespräche auf, also auch das, in dem ich gewarnt wurde, dass ihr nach Rishi kommt. Ich zeige es euch. Tomota, bringt mir mein Datenpad. Oh, ja, das ist schlecht. Tomota, das ist sehr, sehr schlecht. Oh, richtig. Danke, Tomota. Ich wusste doch, dass es einen Grund gibt, warum ihr hier seid. Hier. Mit diesem Spürgerät könnt ihr die Kiste finden und öffnen. Und ihr dürft das Datenpad behalten. Wie klingt das? Ich nehme euer Datenpad, aber das heißt nicht, dass wir fertig sind. Ich muss schon sagen, die räudigen Furchen machen keine halben Sachen. Genau, das habe ich doch gesagt. Herr Sücken, ich grüße euch. Ich wende mich an euch, um euch zu warnen. Die heulenden Furien gehören zu den berüchtigsten Piratenbanden in der Galaxis. Und jetzt haben sie Rishi ins Visier genommen. Wie ihr wisst, schulden die Schurken der korellianischen Schnellstraße den heulenden Furien jede Menge Credits. Stellt euch nur vor, was passiert, wenn sie euch entdecken. Ich schlage vor, ihr erzählt überall herum, dass die Bande kommt, damit sie ungewollte Aufmerksamkeit bekommen. Ich weise mehrere Droiden in der Räuberbucht an, dasselbe zu tun. Ihr könnt aber auch einfach nichts tun und die Konsequenzen tragen. Es liegt an euch. Seien Sie gegrüßt! Möchten Sie eine wahre Geschichte über die legendären heulenden Furien hören? Oh, ich bitte um Verzeihung. Ich habe sie nicht erkannt. Wie aufregend! Es ist mir eine Freude, Ihre Bekanntschaft zu machen. Wer auch immer dir das aufgetragen hat, hat dich belogen. Ich bin nicht die, für die du mich hältst. Ich dachte, mein Herr hätte mir alles verraten. Aber ich hatte keine Ahnung, dass Sie so bescheiden sind. Seit Ihrer Ankunft haben Sie bereits den berühmten Goro besiegt, die Schurken der korellianischen Schnellstraße und die Carida-Korsaren in Angst und Schrecken versetzt. Sogar Nova Blade hat bereits Notiz von Ihnen genommen. Mein Herr ist mehr als nur beeindruckt. Weißt du, ein persönliches Gespräch mit deinem Herrn würde mir gelegen kommen, um das alles hier zu verstehen. Wie der Zufall es will, möchte mein Herr Sie ebenfalls treffen und hat mich autorisiert, Sie zu einem Treffpunkt zu leiten. Oh, und seien Sie vorsichtig auf Ihren Reisen. Legende hin oder her, Gorus Bruder Grumm ist über Gorus Schicksal überaus verärgert. Ha ha!
Abduskella Biorore. Tut now. Prim Slim Monita Rikoka Shurore. Ich würde an eurer Stelle nicht vorschnell handeln, sondern kurz nachdenken. Furomero, Tartalne Soeva Rumsek. Eiling, Unredonatsa, Dingnobum Frei, Ramirukshak. Tut now, Grim Slim Monita, Rikoka Shuroreg. Grim, Javitsa! Gola, Gola, Timan Stebodrar! Unsona nomordakin pavuri freya. Meine Nikro, Krorubark. So, es ist getan. Lana Beniko. Commander, schön euch wiederzusehen. Ich hoffe, ihr vergebt mir das ganze Mantel- und Degenprogramm. Das hängt euch sicher bereits zum Halse heraus. Ich werde diesmal eine Ausnahme machen. Für euch. Offenbar habt ihr euch nicht verändert. Gut. Ich hoffe, ich störe nicht. Kleiner Scherz, das ist mir ziemlich egal. Hallo, Theron. Ist das ein gutes Hallo oder ein schlechtes? Abgesehen von Lana kann ich das bei euch imperialen Typen nie richtig einschätzen. Seid dankbar, dass ich mit euch zusammenarbeite und belasst es dabei. Also, ein gutes Hallo. Verstanden. Wenn wir hier erfolgreich sein wollen, müssen wir zusammenarbeiten. Ich würde vorschlagen, wir feinden uns nicht auch noch untereinander an. Ja, meinetwegen. Nun, im Geiste der Zusammenarbeit mache ich mich mal ans Werk. Die Revaniter sind hier, auf Rishi. Deshalb haben wir euch unter einem Vorwand hierher gelockt. Sie dürfen nicht wissen, dass wir ihnen auf die Schliche gekommen sind. Wir müssen den Verbündeten der Revaniter, Nova Blade, das Leben schwer machen. Ich entscheide, was ich tun muss. Hey, ganz ruhig. Ich stelle keine Forderungen, okay? Theron und ich haben einen Plan. Bitte, hört ihn euch an. Wir haben herausgefunden, dass Revanita-Agenten im Imperium und der Republik Nova Blade Informationen über Schiffsaktivitäten haben zukommen lassen. Anschließend benutzt Nova Blade diese Informationen, um Militärpatrouillen und wichtige Handelsrouten auf beiden Seiten zu überfallen. Im Prinzip ziehen sie die Hyperraumrouten neu. Und was bringt ihnen das? Das möchten wir herausfinden. Ich gebe es nur ungern zu, aber ich habe es nicht mal ansatzweise geschafft, die Computer von Nova Blade zu hacken. Zuerst muss das Sicherheitssystem ausgeschaltet werden. Wir dürfen keinerlei Verdacht erwecken, dass unser Angriff mit den Aktivitäten der Revanita zusammenhängt. Deshalb die falsche Identität. Es sollte so aussehen, als wäre ich nur und ausschließlich hinter Nova Blade her. Ja, genau. Stört ihre Operationen, erregt ihre Aufmerksamkeit, tretet wie eine echte Piratin auf und geht ihnen dann an die Kehle. Wir haben eine zuverlässige Quelle, die herausgefunden hat, dass die Nova Blade Basis, ein abgestürztes Schiff namens Aggressor, ihre gesamten Sicherheitsvorkehrungen enthält. Das ist unser letztes Ziel. Und die wäre? Jemand, den ihr bereits kennt. Eigentlich zwei Personen, wenn man es genau nimmt. Wir positionieren euch in Reichweite des ersten Nova Blade Ziels. Dort wartet unser Informant. Es ist wirklich schön, euch wiederzusehen. Ich habe mich sehr lange versteckt gehalten. Es ist schön, ein bekanntes Gesicht zu sehen. Viel Glück da draußen. Ja, möge die Macht euch stets dienen. Sie sind es wirklich! Ich traue meinen optischen Schaltkreisen nicht! Jakaro, ich glaube, viel mehr von dem Geplapper dieser synthetischen Schrottkiste ertrage ich nicht. Ich möchte bemerken, dass man sich mit den Bewohnern dieses Planeten besser nicht anlegen sollte. Vor allem Nova Blade ist eine sehr mächtige und gut organisierte Gruppe.
Deswegen werden wir sie entmachten und desorganisieren, indem wir von Jakaros Schiff aus auf die von ihnen ausgewählten Ziele feuern. Mit dem Schiff könnten wir auch ihr gesamtes Lager zerstören. Damit man ihnen diese Taten zuschreibt, müssen sie dabei gesehen werden, wie sie ihre Ressourcen markieren. Ich würde ihnen ja Glück wünschen, aber das brauchen sie sicher nicht. Wir bleiben in Verbindung. Es ist wie in einem Kriegsgebiet, Kommodore. Wir werden alles verlieren, wenn wir das Sklavenlager nicht sofort evakuieren. Wir ziehen uns nicht zurück, nur weil irgendwelche Emporkömmlinge der Meinung sind, es mit uns aufnehmen zu können. Reißt euch am Riemen, seid ein Nova Blade und schaltet alle aus, die uns Ärger machen. Aber, Kommodore Margok... Sagt eurem Kommodore und allen anderen, dass die heulenden Furien ab sofort die Räuberbucht übernehmen. Ich habe Geschichten über euch gehört. Ihr habt Goro erledigt und diesem Wiesel Sücken einen Mordschrecken verpasst. Ich habe ein Dutzend Konkurrenten erledigt, um diesen Posten zu bekommen. Glaubt nicht, dass ich Angst vor euch habe. Ich hatte gehofft, dass sie den übernehmen. Der Auftrag ist erledigt. Ausgezeichnet. Aber das war nur der erste Schritt. Jemand namens Margok führt die Nova Blade-Einheiten an. Er wird uns näher an die Revanita heranbringen. Ja, das wird er. Aber er hat sich in seinem Hauptquartier verschanzt. Wir müssen bei seinen Unternehmungen Chaos stiften, um seine Truppen zu zerstreuen. Ich habe Gespräche über ein Sklavenlager abgefangen. Ja, eigentlich eine Sklaveninsel. Ich habe gehört, wie einer ihrer Lieutenants davon sprach. Im Grunde wird jeder in der Räuberbucht, der Nova Blade nicht einen Anteil seines Einkommens abgibt, weggesperrt. Manche müssen zum Beispiel in Minen gefährliche und schwere Arbeiten verrichten. Die meisten werden aber als Sklaven an Besucher von anderen Welten verkauft. Eine lukrative Einkommensquelle für Nova Blade. Wenn ich also wie beim Versorgungslager diese Ressourcen zerstöre, haben sie nichts mehr. Wow, also wenn ihr damit vorschlagen wollt, was ich denke? Wir können diese Sklaven zu unserem Vorteil nutzen. Sie sind auch Feinde von Nova Blade und lebendig viel wertvoller für uns. Ihr müsst mit einer der Nova Blade Frachtlieferungen hineinkommen. Ich bin sicher, die Insel wird schwer bewacht, also lasst euch nicht umbringen. Ich glaube, Theron möchte damit sagen, dass er um eure Sicherheit besorgt ist. Und ich bin es auch. Möge die Macht euch gut dienen. Jakaro, ich habe Fracht für dich. Hier C2D4. Wir haben Ihre Koordinaten und sind auf dem Weg. Ich schiffe nun schon seit 2 Jahren jeden Tag Exonium für Nova Blade. Das alles, weil ich Ihnen mickrige 3000 schulde. Und ich bin nicht der Einzige. Erzählt eure rührselige Geschichte jemandem, den es interessiert. Ich will kein Mitleid. Ich will euch nur wissen lassen, dass niemand von uns Margok und seine Crew ausstehen kann. Selbst an diesem Ort hört man so manche Dinge. Über eure Bande und wie ihr Nova Blade das Leben schwer macht. Wir wollen dazugehören. Ihr wollt für mich arbeiten? Hey, wir haben so einiges drauf. Ich sag euch was. Sprecht mit einem meiner Freunde in der Räuberbucht. Harlow Riggs. Kontaktiert Riggs von Zeit zu Zeit und sagt ihm, was wir für euch tun sollen. Und wir tun es. Ganz einfach. Wenn ihr Margok erwischt, dann verpasst ihm eine von mir, okay?
Ich würde sagen, Nova Blade ist ausreichend abgelenkt, oder nicht? Das wäre eine Untertreibung. Theron überwacht die Kommunikation. Ihr habt für einige Aufregungen gesorgt. Wollt ihr eine Belohnung? Hier, seht euch das an. Gerade erst aufgezeichnet. Sie jagen meine Vorräte in die Luft, meine Fußsoldaten. Sie nehmen mir meine Arbeiter. Was wollen eure Leute dagegen unternehmen? Das scheint euer Problem zu sein, nicht unseres. Wie wäre es, wenn ich es zu eurem persönlichen Problem mache? Gebt mir Revan. Ich will mit Revan sprechen. Nein, das glaube ich kaum. Gebt mir sofort Revan oder Nova Blade hört auf, den galaktischen Raumverkehr umzuleiten. Das ist nicht verhandelbar. Revan. Commodore Margok, droht ihr etwa damit, die Bedingungen unserer Abmachung zu ändern? Ich habe euch bezahlt, damit ihr einen Auftrag erledigt, und das habt ihr zufriedenstellend getan. Aber nun ist es vorbei. Ich habe für Nova Blade keine Verwendung mehr. Hey, ich weiß, dass die Flamme und ihr Clan von Mandalorianern uns im Stich gelassen haben. Aber Nova Blade hat immer noch viel zu bieten. Nicht, wenn ihr unter eurem eigenen Dach keine Ordnung halten könnt. Setzt diesem störenden Emporkömmling ein Ende, und ich erwäge es, unsere Allianz wieder aufzunehmen. Ihr habt es geschafft. Sie haben die Hosen voll. Natürlich. Hattet ihr mit einem anderen Ergebnis gerechnet? Schätze, es war dumm von mir, das in Frage zu stellen, was? Nova Blade steht immer noch eine beeindruckende Liste der härtesten Kriminellen zur Verfügung. Und die Aggressor ist immer noch schwer befestigt. Die Aggressor dient ihnen als Hauptquartier. Ihr habt sie gesehen. Ein abgestürztes Schiff, das Margok in eine Festung verwandelt hat. Ohne die richtigen Sicherheitscodes kommt man nicht hinein. Das wird kein Problem für mich sein. Wir werden Jakaro trotzdem anweisen, euch zu helfen. Zumindest wird es ihn davon abhalten, die vier weiter auseinanderzunehmen. Theron? Endlich drin. Gute Arbeit. Und jetzt schauen wir mal, wo Margok all seine Geheimnisse versteckt. Ihr elendes, nichtsnutziges Piratenpack. Die heulenden Furien waren eine Täuschung und haben nie existiert. Aber ihr werdet euch gleich wünschen, dass ihr es mit einer x-beliebigen Räuberbande zu tun hättet. Das werden wir noch sehen. Meine Vorfahren haben die Räuberbucht gegründet. Das ist meine Insel. Ich werde sie niemals aufgeben. Also kommt her und tut, was ihr wollt. Lebendig werdet ihr diesen Ort nicht mehr verlassen. Ihr habt uns also auffliegen lassen, ha? Zum Glück kann ich die externe Kommunikation der Aggressor stören. Das ist aber auch schon alles, was ich im Moment tun kann. Sie haben Hacker da drin, die sich rund um die Uhr um die Netzwerksicherheit kümmern. Ich kann erst etwas machen, wenn sie offline sind. Ich kümmere mich darum. Da habe ich keinen Zweifel. Das ist mein Schiff. Glaubt ihr, dass ihr so einfach eindringen könnt und lebendig wieder herauskommt? Theron, könnt ihr mich hören? Klar und deutlich. Ich bin drin. Habe vollen Zugriff. Das ist die Art von Vorteil, den wir alleine nicht hätten aufbauen können. Diesen Vorteil dürfen wir nicht mehr aus der Hand geben. Wenn die Revanita mit Nova Blade fertig sind, wie es Revan angedeutet hat, gehen sie sicher zum nächsten Schritt ihres Plans über. Hoffentlich können uns die Nova Blade-Dateien Informationen dazu liefern, was Revan mit diesen Hyperraumrouten angestellt hat. Das würde mich auch interessieren. Ich habe langsam das Gefühl, dass es normal geworden ist, blind zu fliegen. Während sich Theron die Daten besorgt, solltet ihr euch auf den Weg zurück zur Räuberbucht machen. Bis dahin hat er hoffentlich etwas gefunden. Was wissen wir über die Aggressor? Ziemlich wenig, fürchte ich. Irgendjemand hat sich als letzten Ausweg die Mühe gemacht, große Teile der Daten zu beschädigen. Die reinste Katastrophe. Wir finden Bruchstücke, aber nichts Zusammenhängendes. Das Einzige, was immer wieder auftaucht, ist die bereits von Margok erwähnte Mandalorianerin, die die Flamme genannt wird. Was ist mit ihr?
Nun, wie es scheint, hielten die Flamme und Margok früher mal zusammen wie Pech und Schwefel. Aber dann ist irgendwas passiert. Es hatte etwas mit den Revanitern zu tun. Ich kenne die Einzelheiten nicht, aber es sieht so aus, als hätte die Flamme ihren gesamten Clan auf eine andere Insel hier auf Rishi verlegt. Ich habe die Koordinaten. Was ist los, Theron? Ist meine Anwesenheit eine derartige Ablenkung, dass ihr mich schnell auf eine andere Insel schaffen müsst? Da liegt ihr nicht ganz falsch. Ich schicke Jakaro auf einen Spähflug. Ich habe mit den Einheimischen Vereinbarungen bezüglich eures Transports getroffen, falls er nicht rechtzeitig zurück ist. Wow, ihr habt mehr getan, als ich gedacht hätte. Beschafft so viele Informationen wie möglich von den Mandalorianern. Mit etwas Glück führen sie uns zu den Revanitern. Ausreichende Verschlüsselung wurde nicht bestätigt. Abfangen der Übertragung ist möglich. Bitte bestätigen Sie Ihre Identität. Ich bin nur autorisiert, mit der Roten Klinge persönlich zu sprechen. Ihr spricht die Rote Klinge. Was ist los? Klinge, ich soll Sie darüber in Kenntnis setzen, dass Ihr ergebener Partner Jake Sie bei den angehängten Koordinaten erwartet. Bitte gehen Sie mit angemessener Eile vor. Außerdem, willkommen zurück auf Rishi, nach Ihrem langen Aufenthalt auf Hutta. Ihr befindet euch jetzt 2 Meter tief in einem umbaranischen Störfeld. Wenn ich die richtigen Knöpfe gedrückt habe, sollten wir jetzt über ausreichend Privatsphäre verfügen. Ich habe eure Nachricht für die Rote Klinge erhalten. Ja, das war vielleicht etwas offensichtlich, aber ich dachte, dass eure Piratentarnung angesichts der Umstände angemessen wäre. Wie gefällt es euch, das Sagen zu haben, Agent? Ihr habt den Rat der Sith doch hoffentlich nicht verärgert. Ich arbeite im Feld, nicht hinter einem Schreibtisch. Aber es ist gut, dass es niemanden gibt, der es wagt, meine Entscheidungen in Frage zu stellen. Euch hat es nie gefallen, bewertet zu werden. Warum seid ihr überhaupt hier? Der Rat der Sith wollte euch für euren Ungehorsam hinrichten lassen. Manche Leute hatten wohl Angst davor, dass im Falle meines Todes gewisse Dokumente an die Öffentlichkeit gelangen würden. Anstatt einer Hinrichtung erwartete mich nur der frühzeitige Ruhestand. Das klingt nachvollziehbar. In der Tat, ich versichere euch jedoch, dass ich nicht länger involviert bin. Ich bin nur gekommen, um euch um einen persönlichen Gefallen zu bitten. Das Imperium ist von Feinden umzingelt. Die Republik, jetzt die Revaniter. Wir brauchen Leute wie euch. Das ist vorbei. Ich habe mein Schicksal akzeptiert, abgesehen von ein paar unerledigten Geschäften. Shara Jen, die ehemalige Aufseherin und Wächter 2. Fahrt fort. Nach der Auflösung des Sternenkomplotts ging es Shara nicht gut. Der Schaden, den ihr Gehirn durch die Falle des Komplotts erlitten hatte, war beträchtlich. Ich erinnere mich an ihren Sanitätsdroiden. Sie hatte Schwierigkeiten zu sprechen. Dazu kam ihre Konditionierung. Sie war auf Loyalität programmiert. Und wir ließen sie für Abtrünnige arbeiten. Das hat ihr bestehendes kognitives und seelisches Trauma nur noch verschlimmert. Wir können froh sein, dass sie nicht nur noch dahin vegetiert hat. Während Lord Malgus aufstand und dem darauffolgenden Chaos war sie nicht mehr in der Lage, sich selbst zu schützen. Was ist passiert? Sie wurde von der Republik gefangen genommen. Ich habe vor, sie zu befreien. Welche Bedeutung hat Shara für euch, dass ihr extra aus eurem Ruhestand zurückkehrt, um sie zu retten? Ich war für sie verantwortlich, das ist genug. Ich habe bereits Vorbereitungen getroffen. Sie wurde in Carbonit eingefroren und auf einen Gefängnistransporter gebracht, der dann von Piraten überfallen worden ist. Und diese Piraten haben ihre Beute nach Rishi gebracht? So ist es. Der letzte Schritt ist es, den Körper zu bergen und alle Beweise zu vernichten. Niemand darf erfahren, was passiert ist. Ich beabsichtige, Shara von den Piraten freizukaufen. Während ich mit ihnen verhandle, müsst ihr die Piraten unter Druck setzen und unsere Spur verwischen. Das schaffe ich. Ich bringe euch sogar lebend daraus. Aber dann schuldet ihr mir was. Verstanden?
Ich besitze Informationen, die ihr sicher zu schätzen wisst. Nach der Mission gehören sie euch. Damit dürften wir quitt sein. Wir werden sehen. Welche Art von Druckmittel schwebt euch vor? Für den Anfang schlage ich vor, dass ihr euch in die Datenbanken der Piraten hackt und ihre Daten an mich übermittelt. Das sollte die Verhandlungen einfacher gestalten. Es gibt sicher Informationen über gewisse Unbesonnenheiten, die wir benutzen können. Und danach? Ihr habt die Frequenz, um mitzuhören. Und ihr wisst ja, wie es läuft. Ihr werdet finden, was ich brauche. Wir können uns hier treffen, sobald ich das Carbonit bekommen habe. In Ordnung. Bringen wir Shara nach Hause. Wie fühlt ihr euch? Ich wurde eben erst aufgetaut, von 25 Nadeln gestochen und man hat mir etwas injiziert, das ich nur als flüssige Folter beschreiben kann. Freut mich, dass es euch gut geht. Es geht schon. Habt ihr mir schon gesagt, ich kann Sterne sehen? Bin ich auf einem Raumschiff? Ja, das seid ihr. Ihr befindet euch in Sicherheit und schon bald wird es euch besser gehen. Ihr müsst mich nicht bemuttern. Entschuldigt. Einen Moment bitte. Übertragung pausieren. Audio ausschalten. Ihr sagtet, wir würden uns alle hier treffen. Ja, ich habe gelogen. Sie ist auf dem Weg in eine private medizinische Einrichtung. Ich war mir nicht sicher, ob ihr zustimmen würdet. Nach allem, was wir zusammen durchgemacht haben, täuscht ihr mich immer noch lieber, als meinem Urteil zu trauen? Nehmt es nicht persönlich. Meine Frau wirft mir das daheim auch immer vor. Wo wird sie hingebracht? Shara wird sich an einem geheimen Ort erholen. Eine Gruppe von fürstlich entschädigten Medizinern und Wissenschaftlern wird sich um sie kümmern. Durch einen langsamen und leider auch schmerzvollen Prozess wird der Schaden an ihrem Gehirn repariert und ihre Loyalitätsprogrammierung entfernt. Das könnt ihr tun? Es gibt keine Garantie, aber meine Leute sagen, dass es möglich sein sollte. Wenn sie frei ist, habe ich ihr geraten, nicht erneut für das Imperium zu arbeiten und ein Leben fernab jeglicher Konflikte zu leben. Diese Chance hat sie vorher nie gehabt. Nachdem wir das Sternenkomplott besiegt hatten, hätte ich auch einsteigen können. Aber ihr habt mir geraten, weiter für die imperiale Sache zu arbeiten. Ihr habt euch freiwillig beim imperialen Geheimdienst gemeldet. Ihr habt weiter gekämpft, egal was passiert ist. Und ihr habt euch entschieden, eure Arbeit nach euren Bedingungen fortzusetzen. Das alles konnte sie nicht. Ich will ihr diese Chance ermöglichen. Wenn ihr wollt, könnt ihr mit ihr sprechen. Ihr Lebewohl sagen. Shara, erkennt ihr mich? Macht ihr euch Sorgen um die Winterschlafblindheit oder einen Hirnschaden? Natürlich erkenne ich euch. Der ehemalige Minister sagte, dass ihr mir geholfen habt. Ich will das nicht tun, Ziffer. Ich will keine Dekonditionierung. Wir beide wissen, warum ihr das sagt. Wenn ihr euch einfach so eure Freiheit wünschen könntet, hätte die Programmierung wohl versagt. Ihr habt wohl nicht ganz Unrecht, auch wenn mir das kaum hilft. Es tut mir leid, dass ich nicht für euch da sein konnte, Ziffer. Irgendwie ist einfach alles andere dazwischen gekommen. Und mir geht es gut, wirklich. Ich weiß nur nicht, wer ich sein werde, ohne das alles... Ihr seid die intelligenteste Person, die ich je getroffen habe. Und ihr seid eine Expertin darin, Rätsel zu lösen. Ich bin mir sicher, dass ihr es herausfinden werdet. Vielleicht, aber ich hasse Rätsel. Ich bin froh, dass ihr hier seid. Bleibt noch ein bisschen und unterhaltet euch mit mir. Ich glaube, wir sind hier fertig. Ich muss mich wieder meinem Ruhestand widmen. Und wer weiß, wie oft ich das noch sagen muss, aber ich glaube nicht, dass wir uns wiedersehen werden. Tut mir leid, aber habt ihr wirklich geglaubt, dass ihr die Zügel in der Hand habt? Dass ihr einfach so gehen könnt, wenn es euch passt? Eigentlich dachte ich, dass ich euch bestechen könnte. Ich mag aus dem Spiel raus sein, aber das gilt nicht für euch. Ich habe Gerüchte gehört, dass der Geheimdienst kurz davor steht, endlich reformiert zu werden. Dathmar plant, das Kommando zwischen euch und einem Sith Lord aufzuteilen. Was will er damit erreichen? Ihr habt die nötige Erfahrung.
Und ein Sith wird dabei helfen, eure Ambitionen in die gewünschten Bahnen zu lenken. Ein neuer Geheimdienst braucht neues Personal, um das Verlorene zu ersetzen. Ich habe Listen mit potenziellen Rekruten, zugegebenermaßen unkonventionell, dafür aber hochbegabt. Was genau bedeutet unkonventionell? Fahnenflüchtige Ex-Militärs, Sympathisanten von Terrororganisationen und Malgus-aufständische Fremdlinge. Jeder einzelne von ihnen glaubt an ein besseres Imperium. Vielleicht glauben sie an ein neues Imperium, aber sie sind kein Teil meines Imperiums. Ein neuer Geheimdienst wird aber entbehrliche personelle Ressourcen benötigen. Ihr Opfer wird uns Zeit für den Wiederaufbau bringen. Ihr solltet sie nicht unterschätzen und ihr werdet sie brauchen. Aber wie ich schon sagte, ich bin raus aus dem Spiel und die Unterlagen gehören euch. Hütet euch vor inneren und äußeren Feinden. Es hängt jetzt alles von euch ab. Unsere ganze Zivilisation steht auf dem Spiel. Nähern uns der Insel der Flamme. Ihr seid wohl diejenige, die sie die Flamme nennen. Ich heiße Shae Vizsla. Den Spitznamen haben mir die Einheimischen gegeben. Wenn ich nur wüsste, warum. Wie ich höre, hattet ihr einen Streit mit den Revanitern und Nova Blade. Ich könnte eure Hilfe gebrauchen. Darauf wette ich. Ich sage euch was. Anstatt einer großzügigen Geste der Kooperation oder was immer ihr euch ausgemalt hattet, lasst uns doch etwas anderes probieren. Es ist eine Weile her, seit sich mir eine echte Herausforderung geboten hat. Ich nutze diese Gelegenheit dazu, um meinem Clan eine Lehrstunde zu erteilen. Verfluchter Mist. Okay, ich bin wohl eingerosteter, als ich dachte. Aber nur ein kleines bisschen. War ein gutes Gefühl, mal wieder richtig zu kämpfen. Wenn ich mich nicht irre, gehen mandalorianische Duelle bis zum Tod. Erstens, ihr seid kein Mando. Zweitens, das war nur ein kleiner Übungskampf. Ihr wisst also, dass sich Nova Blade mit den Revanitern zusammengetan hat. Dann wisst ihr wahrscheinlich auch, dass sie nichts Gutes vorhaben. Wir haben Nova Blade geholfen, um ein gutes Verhältnis mit der Räuberbucht zu sichern. Wir haben uns aber nicht für die Revanitar und ihren galaxisweiten Krieg gemeldet, also haben wir uns verabschiedet. Ruft euren Clan zusammen. Ihr kämpft jetzt für das Imperium. Tut mir leid, ich arbeite schon lange nicht mehr für die Imperialen. Gebt mir ein einzelnes Ziel, dass meine Zeit wert ist und ich bin dabei. Aber die Revanitar und ihre Flotte von Kriegsschiffen? Nein, danke. Wo sind diese Schiffe? Das kann ich euch nicht sagen. Ich hätte nichts dagegen, wenn ihr die Revanitar von Rishi verjagt. Wir bleiben hier gerne unter dem Radar. Gute Jagd, Fremde. Jesus Manduadei! Wer hat Lust, Skakla zu jagen? Thank you.
deinen Frust verstehen, Jacaro. Aber ich werde deine Beschimpfung nicht länger hinnehmen. Was ist hier los? Tieron wurde von den Revanitern gefangen genommen. Die Daten von Nova Blade haben auf einen Revanita-Unterschlupf in der Räuberbucht hingedeutet. Wir wollten uns das ansehen und wurden überfallen. Ihr hättet auf meine Rückkehr vom mandalorianischen Clan warten sollen. Das war einfach nur dumm. Ich gebe zu, dass wir übereilt gehandelt haben. Im Nachhinein betrachtet war die Spur vielleicht zu verlockend, um wahr zu sein. Wie dem auch sei, ich stehe zu meiner Entscheidung, bei Terons Gefangennahme nicht einzugreifen. Und Teron hätte dasselbe getan. Jetzt ist er in der Position, das zu tun, was er am besten kann. Wie siehst du das Ganze, D4? Ich? Mich fragt sonst nie jemand nach meiner Meinung. Nicht einmal dieser haarige Einfallspinsel hier. Sie erweisen mir große Ehre. Jacaro hat ausgezeichnete Argumente, aber das gilt auch für Miss Beniko. Letztlich denke ich, dass wir Agent Shan folgen sollten, da wir uns so durch so viele Revanita wie möglich kämpfen können. Hoffentlich hattet ihr mit den Mandalorianern mehr Glück. Revan hält eine Flotte von Kriegsschiffen in Bereitschaft. Natürlich. Den Nova Blade-Daten nach scheinen sie die imperialen und republikanischen Flotten hier nach Rishi zu leiten. Sie wollen das Imperium und die Republik in eine offene Schlacht verwickeln. Und wer auch immer am Ende übrig ist, ist leichte Beute für die Revanita. Und wir wissen immer noch nicht, wem wir vertrauen können. Wir müssen die Pläne der Revanita stören oder besser noch, ganz verhindern. Ja, das stimmt. Ich konnte mehrere Übertragungen zu einer anderen Insel zurückverfolgen. Im Außenbereich soll es ein Rishi-Dorf geben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie etwas gegen unsere Anwesenheit dort einzuwenden haben. Ich werde ihnen nicht vorspielen, eine Piratin zu sein. Das wird wohl auch nicht nötig sein. So wie ich es sehe, halten sich die Rishi gerne aus allem raus. Wir müssen davon ausgehen, dass Revan nun auf Widerstand eingestellt ist. Ihr solltet mit Patrouillen rechnen. Ihr seid neu hier. Habt ihr hier das Sagen? So läuft das bei uns nicht. Aber wenn ihr wollt, diene ich euch als Ansprechpartner. Wie kann ich helfen? Ich übernehme ab sofort. Ihr könnt uns helfen, indem ihr uns nicht in die Quere kommt. Man kann in unserem Dorf nichts übernehmen. Es gibt keinen Besitz, keine Hierarchie. Ihr könnt aber gerne tun, was ihr wollt. Fangen Sie jetzt an, sich über die Einwohner hier zu beschweren, nachdem wir die Piraten in der Räuberbucht hinter uns gelassen haben? Ihr habt den Weg freigeräumt und einen Freund gefunden? Man nennt mich Arankau. Steht ihr mit den anderen Bewohnern dieser Insel in Kontakt? Wisst ihr, was sie vorhaben? Sollte sich ein einzelner Rishi in ihre Belange einmischen wollen, ist das ganz alleine seine Entscheidung. Für uns gibt es keinen Grund, uns dafür zu interessieren. Die anderen Besucher ziehen es außerdem vor, unter sich zu bleiben. Ihr Lager scheint seltsamerweise gespalten zu sein. Eine Gruppe sieht aus wie Sie, die andere wirkt weniger offensiv. Wenn es dort mehr von eurer Sorte gibt, sollte ich vielleicht darüber nachdenken, mich den Revanitern anzuschließen. Ich fühle mich geschmeichelt. Wenn ihre Sith Lords auch nur halb so tödlich sind wie Lana, stecken wir in größeren Schwierigkeiten als auf Manan, wo wir immerhin beinahe Fischfutter geworden sind. Es gibt also ein Lager für die imperialen Verräter und eins für die republikanischen Revanita. Und wirklich warm sind sie nicht miteinander geworden. Das könnte eine Gelegenheit für uns sein, entweder um Vergeltung zu üben oder für ein kleines Täuschungsmanöver. Ich sehe darin vor allem eine Gelegenheit, ihre Truppen zu dezimieren. Deine Vorliebe für rollende Köpfe überrascht mich stets aufs Neue, D4.
Aber keine Sorge, dazu kommen wir vielleicht noch. Ich sehe mir diese Revanita-Lager mal genauer an. Und wir versuchen mehr über ihre Aktivitäten hier zu erfahren. Ich hoffe, dass wir bald wissen, wo Agent Shan festgehalten wird. Ich ebenso. Wir Rishi würden uns darüber freuen, wenn ihr uns im Dorf helfen könnt. Natürlich nur, wenn ihr dafür Zeit habt. Genießt eure Reisen. Habt Geduld, Sergeant. Aber seid bereit. Sobald wir etwas von Revan gehört haben, beginnt unsere Arbeit. Lord Ifres, da... es ist... Ihr seid es. Der imperiale Geist. Wir wurden entdeckt. Ich schätze, Darth Maar schickt euch, um seinen Kampf für ihn zu fechten. Wäre ja nichts Neues. Nein, noch besser. Ihr habt von uns erfahren und dachtet, dass Maar seine Finger im Spiel hat. Ihr seid auf eigene Faust hier. Wir haben die Oberhand. Ihr wähnt euch in einer starken Position. Aber eure republikanischen Freunde beraten bereits darüber, wie sie euch ausschalten. Sie sind wie ich fest in ihrem Glauben. Sie werden nicht aufgeben. Das heißt also, ihr habt nicht einmal einen Notfallplan. Und was, wenn sich die Todfeinde direkt neben euch entschließen, doch wieder die Seite zu wechseln? Das ist ein wirklich gutes Argument, mein Lord. Es scheint durchaus so, als hätten wir nun schon eine Weile nicht mehr die Nase vorn. Der Feind auf unseren Fersen und in den Schatten. Von mir habt ihr keinen Widerstand mehr zu erwarten. Ich kann natürlich nicht für alle imperialen Revaniter sprechen, aber für die hier Anwesenden schon. Ihr seid ein Verräter. Ich kann euch erst trauen, wenn ihr tot seid. Ich schätze, es musste so kommen. Tut mir einen Gefallen, Captain Melenek. Wenn ich sterben muss, sollte er es auch. Wenn das stimmt und Lord Ivres wirklich tot ist, brauche ich eine Bestätigung dafür. Los! Ich kann es bestätigen, Captain. Ich habe ihm ins Gesicht geblickt, als er gestorben ist. Bei den Sternen. Egal, was mit mir passieren mag, Revans Kreuzzug geht weiter. Das wisst ihr, oder? Ihr könnt euer wahres Gesicht nicht vor mir verbergen. Ihr zittert innerlich. Ihr habt Angst. Ich weiß nicht, wo Revan ist. Aber es gibt eine Festung. Im Tal. Dort haben sie Teron Shan hingebracht. Mehr weiß ich wirklich nicht. Und ich kann meine Vorgesetzten nicht fragen, sonst würden sie Verdacht schöpfen. Normalerweise wäre ein republikanischer Verräter ein wertvoller Gewinn für das Imperium. Aber ihr seid nicht besonders wertvoll, oder? Lana, Teron wird in der Festung im Tal festgehalten. Gut möglich, dass Revan auch dort ist. Die Vier soll herausfinden, was die Rishi darüber wissen. Wir bereiten einen Angriffsplan vor, sobald ihr zurück seid. Ich habe noch nie ein Volk wie die Rishi getroffen. Pragmatisch, höflich und vernünftig. Wenn das Klima nicht wäre, würde ich es in Betracht ziehen, zu bleiben. Ich bin mir sicher, es gibt wichtigere Dinge, über die wir reden sollten. Ja, natürlich. Die Beobachtungen der Rishi bei der Revanita-Festung decken sich mit dem, was wir bereits wissen. Sie haben mächtige Kriegsschiffe auf Abruf bereitstehen und sie sind gut geschützt. Mir ist egal, wer oder was diesen Ort beschützt. Niemand wird mich bei der Jagd nach Revan aufhalten. Ich glaube, Miss Beniko war noch nicht fertig, Jacaro.
Wir haben es noch nicht geschafft, die imperiale Flotte zu erreichen, die sich Rishi nähert. Aber ich kann anhand der Nova Blade-Daten sagen, dass sich Darth Mars Flaggschiff darunter befindet. Findet eine Lösung für unser Kommunikationsproblem. Er muss wissen, was ihn erwartet. Ich versuche, die Störungsmuster in einen Code umzuwandeln, der von dem Protokolldroiden der sich nähernden Schiffe entschlüsselt werden kann. Wenn sie ihre Credits wert sind. Macht weiter Druck und haltet ihre Schiffe auf, wenn ihr könnt. Wir versuchen, die Flotte zu erreichen und helfen euch so gut wir können. Ich bin ja auch noch hier, aber Sie haben leider recht. Wir hoffen, dass Agent Shan gefunden wird. Ja, am besten lebendig. Jetzt zeigt den Revanitern, und wenn es das Schicksal will, auch Revan, warum man sich besser nicht mit euch anlegt. So langsam blicke ich bei dieser Hackerei durch. Das muss wohl Terons Einfluss sein. Einen Augenblick. Da. Eine Holo-Aufzeichnung, in der Teron verhört wird. Koordinaten kommen. Und Revan? Kein Hinweis darauf, dass er dort ist. Aber auch keiner, dass er nicht dort ist. Ich würde wachsam bleiben. Revan. Ich hätte wissen müssen, dass das Imperium einen seiner Schoßhunde schickt, um mich zu finden. Ihr hättet es lassen sollen. Was habt ihr mit Teron gemacht? Teron Shans Schicksal ist nicht von Bedeutung. Genauso wenig wie eures. Ich verändere das Schicksal der ganzen Galaxis. Wenn das, was ihr tut, für die Galaxis so großartig ist, wieso arbeiten wir dann nicht zusammen? Wir wären zweifellos mächtige Verbündete, aber ihr habt euch ganz sicher nicht durch ganz Rishi und meine Revaniter gekämpft, um mir zu helfen. Das einzig Gute, das eure Anwesenheit hier mit sich bringt, ist, dass ihr es miterlebt. Mein Plan ist schon zu weit fortgeschritten, ihr könnt ihn nicht mehr aufhalten. Hört nicht auf ihn. Es ist noch nicht vorbei. Teron, da seid ihr ja. Ich hatte euch eine Menge zu erzählen, also bin ich ausgebrochen. Ich schätze, ich hätte mir die Mühe auch sparen können. Ich weiß nicht, wie viel Lana oder Revan euch gesagt haben, aber er hat die imperialen und republikanischen Kommandoflotten nach Rishi gelockt. Revan will sie in einen Kampf verwickeln und so die Führungsriege ausschalten. Wenn man es überhaupt einen Kampf nennen kann. Es sind auf beiden Seiten Revaniter, die Schilde, Waffen und alles Mögliche sonst noch sabotieren. Und wir können sie nicht warnen. Revan hat die Nova Blade-Einheiten einen Signalstörer bauen lassen. Es gibt keine Kommunikation innerhalb des Rishi-Raums. Das wird ein Blutbad. Wenn ich euch das nächste Mal persönlich treffe, werdet ihr nicht noch einmal auf wundersame Weise überleben. Ehrlich gesagt bezweifle ich, dass wir uns jemals wiedersehen werden. Hier liegt gleich alles in Trümmern. Ihr hättet euch mir anschließen sollen, Teron. Aber ihr seid natürlich genauso hartnäckig wie ich. Lebt wohl. Hallo? Seid ihr da? Lana? Was ist gerade passiert? Ich habe mich wohl durch 4 Verschlüsselungsstufen gehackt und den Energiekern deaktiviert. Gerade noch rechtzeitig. Ich glaube nicht, dass ich es sonst geschafft hätte. Teron, gut, dass ihr am Leben seid. Ich habe alles über den Störer gehört. Wir müssen uns für einen sofortigen Angriff neu gruppieren. Was auch immer passiert. Seid stolz auf alles, was wir bis jetzt erreicht haben. Wir sehen uns bald. Okay, schön langsam. Ich bin nicht 100% auf der Höhe und du bist nicht gerade der Sanfteste. Oh gut, das Team ist wieder zusammen. Dank Ihnen natürlich, weil Sie Teron gerettet haben. Er war schon fast selbst entkommen.
Theron, ihr habt die Daten zum Signalstörer. Fangt an. Genau. Daten, die ich gesammelt habe, während ich gegen meinen Willen von mehreren Verhörsonden festgehalten wurde. Der Störer ist auf einer Insel in der Nähe. Ihr habt ihn wahrscheinlich schon gesehen. Er kann nicht aus der Ferne gehackt werden. Und es sind jede Menge fanatischer Revaniter dort, um ihn zu schützen. Der übliche, hoffnungslose Albtraum eben. Ihr beide verhaltet euch seltsam. Ich möchte wissen, was hier los ist. Nichts, was nicht warten könnte. Die Zeit wird knapp. Ihr wisst, was zu tun ist. Das, was ihr immer tut. Triumphieren. Bitte kommen. Kann mich jemand empfangen? Ich bin hier. Und ihr seid auf Rishi. Darth Mom, es befinden sich Verräter in eurer Flotte. Und nicht gerade wenige. Sie handeln im Auftrag von Revan. Revan ist am Leben? Er will, dass ihr euch da oben gegenseitig vernichtet. Die Flotte soll jegliche Waffen deaktivieren. Sofort! Eure Leute sollten jetzt eine Liste der Verräter haben. Endlich eine offene Leitung. Großmeisterin Shan, es scheint, dass uns euer Vorfahre eine Falle gestellt hat. Ja, wir wurden von einem unserer Agenten auf dem Planeten informiert. Wir ergreifen bereits Maßnahmen, die Verräter unter Arrest zu stellen. So wie wir. Angesichts der Natur dieser Bedrohung schlage ich vor, dass wir persönlich miteinander sprechen. In Ordnung. An einem neutralen Ort. Es gibt eine Piratenstadt auf Rishi. Mein Team wird euch die Koordinaten senden. Das sollte machbar sein. Dann sind wir uns einig. Wir lassen die Waffen vorerst ruhen. Na, das ist ja interessant. Habe ich etwas Besonderes verpasst? Eigentlich sind wir gerade zum Ende gekommen. Satil Shan, Großmeisterin des Jedi-Ordens. Dank eurer Intervention konnten wir uns gegen die Revanita-Flotte zur Wehr setzen. Ihr habt Tausende von Leben gerettet. Und wir konnten unsere Flotte von der Verderbnis des Revan-Ordens reinigen. Jetzt müssen wir uns um Revan selbst kümmern. Mein Agent hier hat herausgefunden, dass sich Revan auf dem 4. Mond von Yavin befindet, wo er den letzten Lebensfunken des Sith-Imperators vermutet. Revan will den Imperator von der Schwelle des Todes zurückholen, damit er ihn endgültig vernichten kann. Der Imperator hat nicht mehr das Sagen. Wenn seine Zeit gekommen ist, ist seine Zeit gekommen. Ihr habt recht. Aber das ist noch nicht alles. Die Gier des Imperators ist unstillbar. Sollte er wieder zu Kräften kommen, würde er versuchen, das ganze Leben in der Galaxis zu verschlingen. Und ich bin mir sicher, dass er Erfolg hätte. Niemand! Nicht Revan, nicht die Jedi, nicht ihr und auch nicht ich, wäre in der Lage, ihn aufzuhalten.
Asma und ich werden einen gemeinsamen Stoßtrupp nach Yavin 4 führen, um Revans Pläne zu zerschlagen. Ich hoffe, dass ihr euch anschließt. So wie ich. Für das Imperium und die Galaxis. Ich finde, das lief erstaunlich gut. Ja, es ist schön zu sehen, dass das Imperium und die Republik zusammenarbeiten können, ohne sich gegenseitig in den Rücken zu fallen. Es war die richtige Entscheidung, eure Gefangennahme zu arrangieren. Wir hatten Erfolg, oder nicht? Unglaublich. Wo bleibt das Vertrauen, ha? Ist es plötzlich verschwunden oder gab es nie welches? Es ist passiert, es ist vorbei. Lasst es gut sein. Oh ja, dauert. Gab es nicht noch etwas anderes, was ihr wolltet? Ja. Ist das alles? Lana, ich glaube, dass es an der Zeit ist, dass sich Theron und ich etwas besser kennenlernen. Ich verstehe. Dann mache ich mich besser woanders nützlich. Ich glaube, Miss Beniko wollte damit sagen, dass ich bin nicht nutzlos. Jedenfalls nicht vollkommen. Ich liebe es. Sie nennt mich ihren Agenten. Als ob es reiner Zufall wäre, dass wir denselben Nachnamen haben. Nicht, dass sie mich aufgezogen hätte oder wir die klassische Mutter-Sohn-Beziehung hätten, aber es ist doch seltsam, sein eigenes Kind so zu bezeichnen, oder? Was erwartet ihr? Jedi sind nicht gerade für ihre sentimentale Seite bekannt. Und niemand ist mehr Jedi als sie. Ja, ich verstehe schon. Jahrelang habe ich imperialen Agenten unzählige Lügengeschichten aufgetischt. Und jetzt bin ich hier und erzähle euch die Wahrheit. Wir sind Feinde. Oder zumindest werden wir es wieder sein, wenn das alles vorbei ist. Wobei ich sagen muss, dass ich es bis jetzt sehr genossen habe. Die Sache hatte ihre Reize, oder? Das könnte man so sagen. Und mir hat man immer erzählt, dass ich explodieren würde, wenn ich eine Imperiale küsse. Die Theorie können wir gerne testen, bis wir Yavin 4 erreicht haben. Das war vielleicht nicht der subtilste Hinweis, aber ihr habt recht. Wir müssen los. Ich lasse von Jakaro eine Route nach Yavin 4 berechnen. Wer weiß, vielleicht hat Revan ja ein Einsehen, wenn wir ihn höflich darum bitten. Es besteht kein Zweifel. Der Imperator befindet sich auf diesem Mond. Revan ebenso. Und noch eine andere Präsenz, wenn die Großmeisterin recht hat. Die andere Präsenz ist undeutlich. Die dunkle Seite hier ist allgegenwärtig. Sie erfüllt diesen Mond. Ich war auf Orikon, aber das hier ist etwas ganz anderes. Ich weiß nicht so recht, warum ihr hier seid. Mehr als vage Ideen und Klagen habe ich von euch noch nicht gehört. Ihr solltet bedenken, dass wir alle gemeinsam in dieser Sache drinstecken. Der Revan-Orden hat seinen Stützpunkt in einem alten Massassi-Tempel. Dort ist die dunkle Seite am stärksten. Wir haben einen Bereich so nah wie möglich am Tempel gesichert. Die Unmengen an Massassi haben uns dabei gewisse Schwierigkeiten bereitet. Vielleicht wäre die Situation ja jetzt anders, wenn ihr unsere Aufklärungsteams vor den Massassi gewarnt hättet. Ich dachte, ihr arbeitet für einen Geheimdienst. Entschuldigen Sie meine Einmischung, aber vielleicht sollten wir gegenseitige Schuldzuweisungen unterlassen und uns auf das aktuelle Problem konzentrieren. Die beiden haben anschaulich demonstriert, wo unser größtes Problem liegt. Darth Maul und ich konnten eine Einigung erzielen, aber es ist offensichtlich, dass viele hier noch an ihrer Kooperationsbereitschaft arbeiten müssen. Wenn ihr uns dabei helft, unsere Position zu sichern, würden sich die anderen ein Beispiel an euch nehmen. Wenn wir wollen, können wir durchaus pragmatisch sein. Setzt da draußen eure Fähigkeiten ein. Wir bleiben in Verbindung. Eine Gelegenheit für
für uns aufgetan, wenn ihr interessiert seid. Sprecht weiter. Es gibt ein zusätzliches Überwachungssubsystem in der Ausrüstung, die ihr installiert habt. Ihr könntet es aktivieren und so einstellen, dass es Funkverkehr und Manöver der republikanischen Truppen aufzeichnet. Ganz schön hinterhältig. Gefällt mir. Okay, ich helfe euch bei der Modifikation. Wir wissen jetzt mehr darüber, was zwischen uns und dem Tempel steht. Als erstes sind da die Masasi. Wir wussten schon, dass wir es mit ihnen zu tun kriegen, aber jetzt wissen wir, dass es richtig viele sind. Mit den Masasi kann man nicht reden oder verhandeln. Sobald wir ihr Gebiet betreten, werden sie angreifen. Und weiter? Die Elite der Imperialen Garde wird in speziellen Anlagen trainiert. Sie werden zu physischer Perfektion geschmiedet und man flößt ihnen eine unerschütterliche Loyalität ein. Eine dieser Anlagen haben wir zwischen uns und dem Tempel gefunden. Der Imperator muss sie im Geheimen errichtet haben lassen. Und es befinden sich menschliche Lebensformen darin. Unabhängig davon, ob es Revaniter oder die Wachen des Imperators sind, sie werden nicht darauf aus sein, uns zu helfen. Ich werde für die Kooperation sorgen, die ihr braucht. Dazu ist nur die richtige Motivation nötig. Was ihr vorhabt, kann ich nicht gutheißen. Und was glaubt ihr, tun eure Agenten im Namen der Republik? Dieser Ort ist von großer strategischer Wichtigkeit. Macht seinen Bewohnern klar, dass die Anlage jetzt uns gehört. Ich sehe es. Wir sehen es. Aber sie sehen es nicht. Sie haben nicht einmal Augen. Wir sind alles, was noch übrig ist. Wir müssen die anderen von hier vertreiben. Erst dann können wir den hungernden Imperator erwecken und ihn nähren. Identifiziert euch. Kommandant Ivan, Imperiale Garde. Wir dienen dem Imperator. Und ihr? Ihr gehört nicht zu ihnen. Ihr seid bedeutungslos. Bedeutungslos! Geht weg! Verschwindet! Ich will wissen, was ihr hier macht. Was habt ihr vor? Wir sind Nahrung. Wir alle dienen ihm als Nahrung. Das ist unser glorreiches Schicksal. Ihr könnt es nicht aufhalten. Das lassen wir nicht zu. Der Imperator muss den Imperator nähren. Es war wirklich die Imperiale Garde. Ja. Laut dem Unterstützungsteam ist ihr Kommandant völlig durchgedreht. Wir müssen ihn befragen. Verrückt oder nicht, er wird nützlich für uns sein. Er wird genährt. Er wird genährt! Schweigt! Er ist völlig wahnsinnig. Aber er besitzt Informationen darüber, wie wir in den Tempel eindringen können, um die Rückkehr des Imperators zu verhindern. Ich möchte ihn persönlich befragen. In seinem Zustand muss er äußerst vorsichtig behandelt werden. Die Zeit ist knapp. Hier ist ein direkterer Ansatz vonnöten. Richtig. Wir müssen mit ihm in einer Sprache sprechen, die er versteht. Schmerz. Bringt ihn in meine Gemächer. Das werde ich nicht vergessen, Mar. Alles andere hätte mich auch überrascht. Und wie sieht es aus? Wie es aussieht? Ich würde sagen, beunruhigend. Laut Ivan gibt es im Inneren des Tempels ein Gerät, mit dem sie den Imperator zurückholen wollen. Es ist eine Waffe, die dafür gedacht ist, alles Leben auf dem Mond auszulöschen. Nur im Tempel selbst ist man sicher. Oh, das hört sich interessant an. Die würde ich zu gerne sehen. Halt die Klappe, die vier.
Die Vorrichtung scheint auf Sith-Technik zu basieren. Deshalb wusste der Imperator davon und darum hat er Yavin 4 als Rückzugsort ausgewählt. Ivans Team hatte die Aufgabe, sie zu aktivieren, um mit den geopferten Leben den Imperator wiederzuerwecken. Ja, und jetzt will sie Revan zu demselben Zweck einsetzen. Wenn wir ihn nicht aufhalten, sind wir alle tot. Dann sollten wir keine Zeit verlieren. Ivan hat uns einiges über das komplexe Verriegelungssystem verraten, das uns Zugang zum Tempel gewähren kann. Das ist unser nächstes Ziel. Hey, ob ihr uns wohl einen Moment allein lassen könnt? Natürlich. Lasst euch nicht zu viel Zeit. In meinem Gewerbe ist es ja recht alltäglich, dem Tod ins Angesicht zu blicken. Ihr kennt das ja, oder? Ich stehe ja nicht im Einklang mit der Macht und so, aber ich kann es trotzdem spüren. Wenn wir die Revanita nicht aufhalten, ist es vorbei. Alles. So viel dazu, in die Fußstapfen eurer Mutter zu treten und ein Jedi zu werden. Oder ein Sith. Klar, und wenn ich ein Darth werde, könnte ich euch wohl rumkommandieren. Irgendwie kann ich mir das nicht richtig vorstellen. Ich glaube, das habe ich gebraucht. Und ich glaube, ihr wusstet, dass ich das gebraucht habe. Versucht nicht zu sterben, okay? Es wäre schön, euch wiederzusehen. Es ist soweit. Ihr seid endlich da. Jetzt habe ich wirklich alles gesehen. Solltet ihr nicht am Leben sein? Das Monster im Inneren dieses Tempels ist nicht Revan. Es ist eine Abscheulichkeit. Seine Besessenheit, seine Arroganz, sein wütender Kreuzzug, all das hat ihn für die Wahrheit blind gemacht. Die vielen Leben, die er opfern will, um den Imperator zu erwecken, sind nichts im Vergleich zu dem, was folgen wird. Es liegt in eurer Macht, diese Abscheulichkeit zu stoppen. Aber ihr könnt es nicht alleine schaffen. Möge die Macht mit euch sein. Der Jedi und ich, wir haben es beide gespürt. Eine Erschütterung der Macht jagt einen Besucher, eine Manifestation. Es war Revan, aber nicht der Revan, hinter dem wir die ganze Zeit über her waren. Wir hatten so eine Ahnung. Aber letztendlich spielt es keine Rolle, wer das im Inneren des Tempels ist. Wichtig ist, dass er aufgehalten wird. Revan will, dass ich den Sieg erringe. Aber er behauptet, ich könne es nicht alleine schaffen. Die Revaniter sind wahrscheinlich die härtesten Gegner, mit denen wir es jemals zu tun hatten. Und diese vorübergehende Allianz mit der Republik ist alles andere als gefestigt. Aber wir müssen unsere Kräfte sammeln. Und wir müssen standhaft bleiben. Das Schicksal des Imperiums und der ganzen Galaxis hängt davon ab. Endlich können wir einander vertrauen. Und zwar nicht einen Moment zu früh. Unsere Truppen arbeiten gerade mit der Republik zusammen, um die Revanita-Bedrohung zu beenden und den Tempel einzunehmen. Trotz unserer offensichtlichen Differenzen und der Tatsache, dass wir uns im Krieg befinden, habt ihr es geschafft, uns alle zu einem Zusammenhalt zu inspirieren, den ich nie für möglich gehalten hätte. Ehre, wem Ehre gebührt. Ihr hattet Erfolg, wo Darth Maul und ich gescheitert sind. Aber wir sind noch nicht fertig. Es gibt noch ein Element, das auch unsere vereinte militärische Streitkraft nicht aufhalten kann. Revan. Nach seinem Fehlschlag wird er versuchen zu fliehen und seine Kräfte neu zu sammeln. Das dürfen wir nicht zulassen. Es ist schon so gut wie erledigt.
Es ist vorbei. Ihr seid mir schon zu lange auf den Fersen. Ich wusste, dass mein Plan auf Rishi ein Risiko war, aber ich musste es eingehen. Es musste überzeugend sein. Ich musste euch ködern. Rishi hätte euch lange genug beschäftigen sollen, damit ich meine Arbeit hier beenden kann. Aber ihr wolltet nicht nach meinen Regeln spielen. Das wäre wohl zu einfach gewesen, oder? Ich war nie jemand, der lange stillhalten kann. Nein. Ihr steckt eure Nase lieber in Angelegenheiten, die euch nichts angehen. Allerdings kennt ihr noch nicht die ganze Geschichte. Ich war 300 Jahre lang an den Geist des Imperators gefesselt. Ich weiß, was er geworden ist und ich weiß, was er vorhat. Der Imperator muss ein für alle Mal vernichtet werden. Oder er kehrt zurück und verschlingt alles Leben. Kein Opfer ist zu hoch. Selbst wenn ich jedes Lebewesen auf dieser Welt eigenhändig auslöschen muss, um den Imperator herbeizurufen, dann soll es so sein. Ihr seid verrückt, wenn ihr glaubt, dass ihr gegen seine Macht eine Chance hättet. Ihr seid nichts im Vergleich zu ihm. Natürlich. Jetzt wird es mir klar. Ihr habt keine Vorstellung davon, was ich bin, was aus mir geworden ist. Ich war ein dunkler Lord der Sith, der verlorene Ritter. Ich war mächtig, aber auch schwach. Jetzt bin ich das nicht mehr. Jetzt bin ich makellos, befreit. Endlich kann ich mich an meinem Kerkermeister rächen und dabei die Galaxis retten. Ich habe die Kraft und ihr habt nichts. Ihr irrt euch, Revan. Sie hat mächtige Verbündete. Sith als auch Jedi. Verbündete aus allen Ecken der Galaxis. Shay Whizzler? Ich hab gehört, hier findet der Kampf aller Kämpfe statt. Was wäre ich denn für eine Mandalorianerin, wenn ich mir das entgehen lassen würde? Also, was wolltet ihr sagen? Mir ist es gleich, wie viele ihr seid. Mein Schicksal wird mir nicht vorenthalten. Ich bin Revan! Indem ihr mich besiegt, beschwört ihr den wahren Feind herauf. Ihr reißt die Galaxis in den Abgrund. Solange der Imperator seine jetzige Form behält, besteht die Chance, ja. Aber euer Vorhaben hätte unser sicheres Ende bedeutet. Weißt du, sie hat recht. Nein, nicht du. Deine entfesselte Wut und dein Rachedurst haben dich so sehr geblendet, dass du die Wahrheit nicht mehr sehen konntest. Nun, da dich deine Kraft verlassen hat, kann ich dir endlich gegenübertreten. Ich kann nur hoffen, dass du mir zuhörst. Was genau passiert hier gerade? Als ich starb, fand ich meinen Frieden. Ich war bereit, eins mit der Macht zu werden. Aber schon bald merkte ich, dass nur ein Teil von mir so dachte. Ich habe dich verbannt. Das war der einzige Weg, um zu beenden, was wir angefangen haben. Du hast mich nur aufgehalten. Du glaubst, dass du jetzt stärker bist. Aber das bist du nicht. Keiner von uns ist es. Wir sind entzweit. Das muss ein Ende haben. Ich werde nicht aufhören. Nicht bevor ich den Imperator herbeigerufen habe. Ich muss ihm gegenübertreten. Ihr habt euch meine Rückkehr gewünscht. Dafür war es gar nicht nötig, ganze Flotten zu vernichten und eine lebendige Welt in totes Ödland zu verwandeln. Nein, ihr musstet dem Imperium und der Republik nur einen gemeinsamen Feind präsentieren. Und sie das tun lassen, was sie immer tun. Krieg führen. All die ausgelöschten Leben haben mich genährt.
mich erwachen lassen. Aber ich bin nicht alleine. Mit mir bringe ich den Tod. Imperator war nicht so stark, wie er es gewesen wäre, wenn Revan Erfolg gehabt hätte. Aber er war stark genug. Nein! Er hätte mir gegenübertreten sollen und... Du bist zu schwach. Dein Ende naht. Ich... Wenn wir uns vereinen, was passiert dann? Verblasse ich? Löse ich mich auf? Commander, selbst ohne die Unterstützung, die ihr gewohnt seid, habt ihr dennoch unvergleichlichen Erfolg. Es waren nicht Güte und Bescheidenheit, die euch dorthin gebracht haben, wo ihr jetzt seid. Eure Emotionen haben euch gut gedient. Ihr seid ein gutes Beispiel. Ich weiß nicht, ob ich bereit bin. Das musst du sein. Wir müssen es sein. Seid ihr jetzt wieder ihr selbst? Das erste Mal seit langer Zeit. Ja. Ich danke euch für alles, was ihr für mich getan habt und was ihr mir gezeigt habt. Vor uns liegen dunkle Tage. So dunkel wie nie zuvor. Wenn mein Fehler nicht berichtigt werden kann, werden wir alle den Preis dafür zahlen. Macht euch auf das Schlimmste gefasst. Jetzt heißt es wohl Abschied nehmen. Ich schätze ja. Es war eine interessante Erfahrung, Theron. Passt auf euch auf. Das mache ich, Lana. Und versucht ihr, euch nicht allzu viel Ärger einzuhandeln. Versprochen? Wir sprechen uns bald. Sie ist was Besonderes, diese Lana. Man sollte sie im Auge behalten. Oder sich vor ihr vorsehen. Ich will nicht über sie sprechen. Hey, müssen wir auch nicht. Was für ein Trip, huh? Wenn ihr mir damals gesagt hättet, was für eine Achterbahn uns erwartet, hätte ich euch verrückt genannt. Vielleicht habe ich das sogar. Es ist schwer, sich an alles zu erinnern. Bei all dem Familienspaß mit Revan und der Großmeisterin und natürlich euch. Wie läuft es zwischen euch und Satil? Gibt es Fortschritte? Schwer zu sagen. Wir haben noch nie so viel Zeit miteinander verbracht. Aber ich glaube, dass sie langsam warm mit mir wird. Auf ihre eigene Jedi-Art. Also, es gibt keinen einfachen Weg, das zu sagen. Aber ich meine, wir wussten beide, dass es irgendwann enden würde. Die Republik hat alle Anschuldigungen gegen mich fallen gelassen. Und sie haben mir eine neue Aufgabe gegeben. Eine wichtige Aufgabe. Ich glaube, ich weiß, wohin das führt. Sobald wir uns wieder der Flotte angeschlossen haben und auf Lichtgeschwindigkeit gegangen sind, war es das. Kein Waffenstillstand mehr. Es kann sogar sein, dass wir nie wieder ein Wort miteinander wechseln. Wer braucht schon Worte? Wenn wieder einmal ein so herrlicher Kampf ansteht, wisst ihr ja, wo ihr mich findet. Ich wünsche euch beiden viel Glück. Wollt ihr aufbrechen? Wir kehren zurück nach Rishi! Jakaro, ich dachte, du hast den Planeten. Jakaro will den erbärmlichen Räuberbucht-Piraten noch die ein oder andere Lektion erteilen. Er sieht dort eine echte Gelegenheit. Was ist mit dir? Siehst du darin auch eine Gelegenheit? Ich? Nicht doch. Aber es sollte unterhaltsam sein, dabei zuzusehen. Ja.
Wie bitte? Oh, Sie wissen doch, dass ich es dort hasse. Deshalb fliegen wir dorthin, oder? Nur um mich zu quälen. Darth Maar, ihr wolltet mich sprechen? Durch die Rückkehr des Imperators haben wir große Verluste erlitten. Wenngleich wir noch Glück hatten. Ich will gar nicht daran denken, was passiert wäre, wenn die Revaniter Erfolg gehabt hätten. Ihr werdet natürlich die gebührende Anerkennung erhalten. Aber wir haben es Lana Benikos List und Scharfsinn zu verdanken, die euer Mitwirken überhaupt erst ermöglicht haben. Darum habe ich ihr die Verantwortung über den Sith-Geheimdienst übertragen. Ich kann mir keine bessere Wahl vorstellen. Von euch ist das ein großes Kompliment, Commander. Ich kann nur hoffen, dass ich meinen Vorgängern gerecht werde. Das wäre erstmal alles. Jetzt, wo sie weg ist, was denkt ihr wirklich? Ich sollte beim Geheimdienst das Sagen haben, nicht sie. Der ganze Sinn des Sith-Geheimdienstes liegt darin, dass ein Sith das Kommando hat. Das soll nicht heißen, dass ich eure Ehrlichkeit nicht zu schätzen weiß. Es ist wichtig, dass wir offen miteinander reden können. Das Imperium gewinnt an Macht. Der Isotop-5-Abbau hat unsere Energieversorgung gesichert. Und wir müssen uns keine Gedanken mehr um Revan und seine Anhänger machen. Es ist nur ein Teil der Geschichte. Ja, der vorübergehende Waffenstillstand ist vorbei. Wir stehen weiter im Krieg mit einer starken Republik und haben immer noch zahllose Feinde. Bekannte und Unbekannte. Vielleicht lässt euch Lana Benikos Einsetzung denken, dass ihr nicht geschätzt werdet. Aber nichts liegt der Wahrheit ferner. Unter dem Sith-Geheimdienst werdet ihr weiterhin die Autonomie genießen, die ihr seit der Auflösung des imperialen Geheimdienstes hattet. Ich will uneingeschränkte Freigabe und entweder ihr oder Lana haltet mich regelmäßig auf dem neuesten Stand. Wir wissen beide, dass ihr euch sonst in unsere Datenspeicher hacken würdet. Ich habe vor euch nichts zu verbergen. Das Imperium ist wieder eins. Es wächst und wird stärker. Uns stehen zwar noch viele Hürden im Weg, aber diese Hürden sind uns bekannt. Die Kontrolle über die Galaxis liegt in greifbarer Nähe. Strecken wir die Hand aus!